Es ist Montag, der 17. September und wir nehmen auf Niemals Erste Liga, Folge Nummer 30. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer. Mein Name ist Gunnar Schmid und wie immer mit von der Partie Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Und natürlich auch heute wieder mit am Start Michael Weberer. Hallo Micha. Gute Gunnar, servus Sonja. Hallo liebe Hörer und ich bitte vielmals um Entschuldigung. Wofür möchtest du dich entschuldigen? Für meinen Fauxpas vom letzten Mal. Dein Fauxpas, deine daraus... Fehlinformation? Ah, ausgerechnet mir ist es passiert. Ja. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich beim letzten, bei Folge 29 oder 28, wo es um den Bierpreis auf jeden Fall ging, den neuen im Stadion, habe ich wohl das Märchen in die Welt gesetzt, dass das Bier jetzt 3,50 kostet, was nicht stimmt. Das kostet nämlich 4 Euro. Ist aber auch mehr drin. Und genau, also minimale Preiserhöhung, wenn man es auf, wenn man es umrechnet. Aber der Ausgangspreis völlig von mir, ja nicht erfunden, aber irgendwie falsch abgespeichert, weil den Preis gab es nie. Genau. Also, um es nochmal klarzustellen, die Getränke kosten jetzt 4 Euro für einen 0,5er Becher. Vorher waren es 3 Euro für einen 0,4er Becher. Aber die Bratwurst, die ist von 3 Euro auf 3,50 Euro angestiegen. Vielleicht hast du das verwechselt. Die hole ich mir meistens nach dem Spiel, da kostet nur 1 Euro. Echt? Hauen sie dann die restlichen Würste für 1 Euro raus? Ah. Wobei, das wollte ich eigentlich für mich behalten. Nein, also doch, ja, manchmal. Ja, okay. Gut, ja, dann haben wir also auch die Gegendarstellung schon mal gleich am Anfang erledigt. Ja, was haben wir sonst noch? Zucker und Durst. auf Wurst und Bier? Ja, Wurst auf jeden Fall. Bier kann man auch durch ein besser schmeckendes Getränk ersetzen. Ein besser schmeckendes Getränk als Bier. Na gut. Was haben wir denn sonst noch heute im Angebot? Wir sprechen natürlich über die letzten Spiele. Wir haben ein Testspiel, ein Pokalspiel und ein Ligaspiel. Dann gucken wir mal, was in nächster Zeit sonst noch so ansteht. Wir sprechen noch über unseren letzten Neuzugang. Und wir wollen heute ein bisschen über die Jugend sprechen. Und dann haben wir noch so die eine oder andere Kleinigkeit. Genau. Habt ihr sonst noch was anzukündigen, bevor es losgeht? Hast du meine Groundhopping-Rubrik gerade Kleinigkeit genannt? Nee, das wäre jetzt natürlich das Highlight gleich zu Beginn. Das, okay, gut, also ansonsten kommt offensichtlich nichts. Dann geht's los mit dem Groundhopping. Bitteschön, Sonja, wo warst du unterwegs? Ich war wieder ganz weit weg und zwar in Dreieich. In Dreieich. Beim SC Hessen Dreieich. Richtig. Ja. Der Skandal ist ja, dass mir das noch gefehlt hat eigentlich. Du warst noch nie da. Und hast du jetzt Kai Hesse und Uwe Hesse gesehen? Haben die beide gespielt? Ja, ja. Fantastisch. Hat mich sehr gefreut. Ja. Also mein innerer Monk hat sich da richtig drüber gefreut, die beide auf dem Platz zu sehen. Und dazu, um vorzugreifen, ja, genau, unsere ehemaligen Rubrik, das wolltest du, glaube ich, auch gerade machen. Das hätte ich jetzt auch gerade ergänzt, ja, genau. Kevin Pizzoni hatte sein allererstes Spiel für Hessen Dreieich. Richtig. Das war. Auch da haben wir Mist erzählt letzte Folge, ne? Nein, nee, haben wir nicht erzählt. Es war alles richtig. Es war bloß, ein Tag später kam die Meldung, dass er aus Griechenland vorzeitig zurückkehrt und eben zu Hessen Dreieich wechselt. Das kam wirklich einen Tag nach unserer Aufnahme. Aber er war tatsächlich da irgendwie für kurze Zeit in Griechenland bei, was, Apollon Smyrnis oder sowas. Wo übrigens Valerian Ismael, den man ja aus der Bundesliga noch kennt, Trainer war, sich aber wohl auch irgendwie schon nach kurzer Zeit, weiß ich, vermutlich mit dem Präsidenten oder sowas, überworfen hat und hingeschmissen hat. Und möglicherweise im Zuge dessen hat sich dann auch Pizzoni da vielleicht wieder verabschiedet. Das weiß ich jetzt nicht im Detail. Genau. Das war, ich hatte das ja letzte Folge angesprochen, dass ich, dass mir die bei Liga 3 Online, welche Spieler sind noch zu haben, dass er da eben aufgelistet war. Und das hatte ich ja beim letzten Mal gesagt. Ja, und wir haben das aber abgestritten. Ja, genau. Und danach hatte ich ja mal nochmal geguckt und dann gab es da so einen lustigen Artikel, wo dann eben auch drin stand, dass irgendein Präsident oder irgend so ein Vereinschef da Ismael wohl massiv angegangen ist und bedroht hat bezüglich der Aufstellung und dann hat der wohl keinen Bock mehr gehabt.
Und dann hat wohl auch Pizzoni irgendwie eingesehen, dass das nicht so das Wahre ist und er lieber Hessenliga spielen will. Nee, Regionalliga. Ne? Regionalliga. Hessen, Aufsteiger. Hessen 3 Eich mit Kai und Uwe Hesse ist für mich. Jetzt wird es Zeit dringend für eine Regionalliga Hessen. Nach bayerischem Vorbild. Oh ja, oh ja. Ich wär Stammzuschauer. Ja, das wäre doch cool. Wäre meine neue Lieblingsliga. Ja, da geht es dann immer nur Hessen-Kassel gegen Hessen 3 Eich. Und Rückspiel. Ja, genau. Gut, also, du warst in 3 Eich und hast du schon erwähnt, gegen wen die gespielt haben? Gegen den FC Homburg. Den FC Homburg. Aufsteiger? Richtig im Kopf ab. Das ist jetzt Homburg aus dem Saarland, ne? Ja, genau. Ja. Und 3 Eich hat gewonnen, war der erste Saisonsieg tatsächlich. Und das, obwohl sie am Ende dann auch fast die ganze zweite Halbzeit in Unterzahl gespielt haben. Hm. Also haben sich da schön was erkämpft, ehrlich gesagt. Okay. Und kam Spaß gemacht. Kam Pizzoni noch zum Einsatz, oder? Ja, der hat komplett gespielt. Ah, der hat komplett gespielt. Also, ich dachte, der hätte auf der Bank angefangen. Er lag zwischendurch mal länger auf dem Boden. Da dachte ich schon so, das ist schon wieder sein Signature-Move, den er auch bei uns gemacht hat. So, da war er ja auch im allerersten Spiel nach 3 Minuten schon kaputt. Ach ja, richtig. Aber er konnte dann doch wieder, zum Glück. Mhm. Das wäre ja nochmal Quatsch gewesen irgendwie, wenn ihm das wieder passiert. So gleich im ersten Spiel. Mhm. Ja. Nee, das wünschen wir ihm nicht. Nee. Ja, genau, das werden wir mal beobachten. Spielt er da Innenverteidigung? Nee, er hat eher Sechser gespielt. Okay, dann, weil ich habe noch mal eine Aufstellung gesehen, wo der da irgendwie als Verteidiger mit drin stand. Jetzt überlege ich gerade, das ist schon wieder so lang her, ey. Mein Kopf ist schon wieder so voll. Gut, ist auch nicht so. Ach, der kann ja alles, rechts wie links, vorne wie hin. Ja, wie hat es Patrick Funk mal gesagt, links ist eigentlich das gleiche wie rechts, bloß andersrum. Ja, da kann man nichts gegen sagen. Ja, genau. Gut. Dann, wie war es denn eigentlich in 3 Eich? Was haben die denn da für eine Spielstätte? Soll man das sagen? So ein besserer Sportplatz halt. Also jetzt kein, die haben jetzt kein Stadion oder sowas in dem Sinne, ne? Ja, es nennt sich Sportpark und das ist ja auch irgendwie so ein, schon sprachlich so ein Mix aus Stadion und Sportplatz und eigentlich ist es auch genau das. Also so ein bisschen tribünenmäßig ist da schon was da, ist auch relativ modern und so. Mhm. Aber es ist jetzt auch keine große Arena. Okay. Wie viele Leute kamen da? Oh Gott, haben die das durchgesagt? Das ist auch eine gute Frage. Mensch. Warum schreibe ich mir sowas eigentlich nicht auf, wenn wir darüber reden? Warum weißt du eigentlich gar nichts? Weißt du überhaupt da? Ich weiß es nicht. Ja. Okay, ja. Egal. Irgendwas noch sonst zu dem Spiel zu berichten? Es gab draußen Foodtrucks. Ist das nicht erschreckend in der Regionalliga? Foodtrucks, das ist ja mal geil. Das habe ich ja auch mal bei, weiß nicht, haben sie es im Waldstadion, haben sie das da noch? Also auf jeden Fall gab es das da mal. Bei der Eintracht, ja. Da kriegst du ja im Moment nicht alles so. Also, das finde ich total gut. Mehr. Ja. Ja schon, aber so, ich weiß nicht, Regionalliga klingt für mich immer noch so, dass da so eine Oma an der Bratwurstbude steht und das Zeug da weg. Und noch ein bisschen selbstgebackenen Kuchen verkauft, ja. Jo. Ja. Ich glaube, da musst du noch ein paar Ligen tiefer. Ja, da muss ich jetzt inzwischen echt ein paar Ligen tiefer gehen. Ja. Ja, Foodtrucks könnten sie bei uns auch mal hinstellen. Jawohl, die sollen erstmal Pommes in die Buden packen. Ja, können sie ja draußen ja dann vielleicht, wenn sie es schon irgendwie aus Brandschutzgründen dann in ihren kleinen Container-Kapuffs da nicht machen dürfen. Na gut. Also wenn Foodtrucks bei uns sind, dann mache ich mir echt Gedanken. Ja, dann sind wir ganz weit vorne in der hipste Fußballguckerwelt. Das wird nicht passieren. Okay, dann kommen wir zum SVW in Wiesbaden. Da gab es in der Länderspielpause zunächst mal ein Testspiel gegen den 1. FC Köln in der Britta Arena. Hat das jemand von euch, ihr habt das auch nicht vor Ort gesehen, ne? Ihr wart auch nicht dort. Ich habe es auch nicht im Stream gesehen, ich war gar nicht da an dem Abend, ich kann da gar nichts zu sagen. Okay. Ich habe auch auf den Rewe-Stream verzichtet. Ich habe es tatsächlich im Stream geschaut, allerdings nicht das gesamte Spiel und auch nicht mit höchster Konzentration.
müssen wir auch gar nicht lange drüber sprechen. Also Köln, wie erwartet, jetzt nicht mit der allerersten Kapelle. Das war klar, aber schon ein paar bekannte Namen waren natürlich schon dabei. Aber für die ging es wahrscheinlich auch darum, dass halt mal die anderen, die bis jetzt noch nicht so zum Einsatz kamen, auch mal ein bisschen Spielpraxis kriegen. Wen hat es eigentlich ganz gut gemacht? Gude hat dann auch die Führung irgendwann geschossen. Hätte auch noch Chancen für ein zweites gehabt. Aber dann irgendwann so gegen Ende hat Cordoba, der vielgescholtene Cordoba, den Ausgleich geschossen. Und war auch sehr erleichtert. Also der hat mich ein bisschen an Di Santo erinnert, als der damals, der Schalke, als der im Pokal gegen uns getroffen hat, wo ich auch dachte, Mensch, was macht der? Eine Schau, es geht auf die Knie und sowas. Und Cordoba hat sich ähnlich gefreut. Aber der hat ja auch viel abgekriegt, weil es bei ihm ja nicht so lief letztes Jahr. Und jetzt hat er ja gleich am was war es, Samstag oder Sonntag? Nee, wann haben die gespielt? Aber auf jeden Fall jetzt am Wochenende hat er da auch gleich ein Tor geschossen. Hat zwar am Ende nicht gehabt. Hat sich auch gefreut wie Sau, Trikot runtergerissen und Riesenschau gemacht und dann haben sie noch zwei Dinger kassiert. Ja genau, aber das war immerhin der Ausgleich zum 3-3 und da war eigentlich nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr. Also da hat er wahrscheinlich gedacht, jetzt ist er halt der Held, der wenigstens noch einen Punkt rettet. Ne? Aber gut, okay. Grüße an den Padercast, der wahrscheinlich heute noch geschlossen. Die nehmen erst morgen auf. Die müssen heute, glaube ich, noch ausnüchtern. Ja, Grüße an dieser Stelle. Ja, aber ich sag mal, ein 5-3 gegen Köln musst du halt auch mal machen. Eben. Ja, das war schon geil. Ich habe da tatsächlich so die letzten, weiß nicht, 10, 15 Minuten da in der Sky-Konferenz geschaut. Wobei, die Konferenz war da nicht mehr viel. Da haben sie eigentlich nur noch das Spiel gezeigt. Und das war tatsächlich ganz lustig. Also, die haben das schon gut gemacht. Wie man so hörte, hatte da vorher auch Köln ein bisschen Pech mit dem Schiedsrichter, aber okay, gut. Daran lag es dann wohl letztendlich aber auch nicht. Gut, kommen wir mal zurück zu unserem Spiel. Also ja, ansonsten bei uns, lass mich kurz überlegen, abgesehen davon, dass Gude von Anfang an gespielt hat, war jetzt, glaube ich, nicht so viel Überraschendes in der Startaufstellung. Man hat es immerhin ganz gut geschafft, Köln die meiste Zeit des Spiels vom eigenen Tor wegzuhalten. Also offensichtlich hatte man tatsächlich, naja, gut, das ist jetzt nicht so überraschend, an der Defensive gearbeitet und das hat eigentlich auch ganz, ganz passabel funktioniert. Ansonsten gibt es da jetzt, glaube ich, nicht so viel Erkenntnisse daraus aus dem Testspiel. Ja, dann dienstags ging es dann zu unserem ersten Auftritt im Hessen-Pokal in dieser Saison. Das Achtelfinale steigen wir ja einmal ein. Also die Drittligisten, beziehungsweise das sind ja momentan nur wir und die Regionalligisten. Das ist ja der Modus seit einigen Jahren. Und da ging es nach Eschwege. Und die Sonja war vor Ort. Yeah. Yay. War das schon deine Frage? Das wäre jetzt elegant der Ball dir in den Lauf gespielt, den du dann hättest im vollen Lauf aufnehmen können. Ich bin aber nicht losgelaufen. Ja, genau, du fragst mich noch, war das jetzt ein Spiel jetzt für mich gedacht? Oder? Ja, genau. Das war so ein Lorch-Anspiel gerade von dir. Oh, Tiefschlag. Ja. Okay, gut. Dann, ja, ich war da. Du warst da und hast das ehemalige Zonenrandgebiet genossen. Richtig. Richtig. Okay. Spiel? Fand statt? Es fand statt. Es hat 5 Minuten später angefangen wegen des großen Andrangs. Ist das nicht ein Knaller? Ja, das stimmt. Das habe ich im Ticker gelesen. Es war aber wirklich, ich war eigentlich ziemlich, also halbwegs pünktlich da. Es ist pünktlich, heißt jetzt bei mir, dass ich mir nicht das komplette Aufwärmprogramm angucken muss. Aber da war schon eine ganz schön dicke Schlange noch so draußen und war dann aber ganz gut, weil als ich in dieser Schlange noch stand, kam mir so eine Blaskapelle entgegen. Okay. Bei der ich dann später auf Fotos gesehen habe, dass sie da wohl im Stadion zum Aufwärmen da hier ein bisschen schöne Musik gemacht haben und dass ich verpasst habe, das hat mir jetzt nicht so richtig wehgetan. Und du hast die dann draußen in der Schlange nicht gehört? Was ist denn das für ein weitläufiges Gelände? Ich weiß nicht, vielleicht war es auch schon bevor ich mich in diese Schlange gestellt habe. Aber okay. Also die kamen dann irgendwann da alle in ihren Uniformen rausmarschiert. Mit in Uniform sogar? Ja, natürlich, hallo. Zum Randgebiet. Die ist aber nicht in alten NVA-Uniformen rumgelaufen, oder? Man weiß das ja nie so genau. Okay. Aber sonst Spiel Aufstellung war so
Also wir hatten ja angekündigt, dass sie jetzt nicht großartig durchwechseln. Haben sie eigentlich auch nicht. So das Bemerkenswerteste war eigentlich, dass Dahms in der Innenverteidigung gespielt hat. Tich Rivera dann erster Pflichtspieleinsatz und vorne auch wieder Guder statt Scheffler. Mhm. Und dann, ja, das Spiel ging so relativ schwerfällig dann auch los und nach einer Viertelstunde hat sich dann erstmal Alf verletzt. Und eigentlich ist es ja jetzt, wenn Alf mal auf dem Boden liegt, denkt man so, ja gut, der läuft da gleich wieder. Er ist dann auch wieder aufgestanden, wieder gelaufen. Dann hat man halt aber auch gleich gesehen, okay, das geht jetzt nicht weiter, weil es ihm dann doch zu sehr wehgetan hat beim Laufen. Und dann musste er raus, ist Rettemann auf links gegangen. Und Scheffler hat in der Zeit, der Scheffler saß auf der Bank, hat dann Alf auf die andere Seite getragen mit seinem kaputten Knöchel oder was auch immer das dann war. Also es sah eigentlich echt nicht gut aus. Kann man ja schon mal vorwegnehmen, dass er dann aber ein paar Tage später einfach wieder auf Platz stand in der Liga und als wäre nichts gewesen. Ja. Das sah nicht immer danach aus, ganz ehrlich, in Eschwege, aber umso besser. Der ist auch irgendwie unkaputtbar, das ist total super. Ja, aber also so richtig viele Ideen hatten sie da im Spiel nicht und das dann gegen einen Sechsligisten, irgendwie so, oh Gott. Zum Glück waren die natürlich auch kaum gefährlich. Es gab dann eine gefährliche Szene, da hat Dahms den Ball zurückköpfen wollen zu Kolke und der Kopfball war aber zu kurz und da sprintete dann ein Stürmer dazwischen, der dann frei vorm Tor stand und Kolke hat ihn zum Glück dann gehalten, sonst wären wir dann nämlich auch noch in Rückstand gegangen. Okay. Sonst muss man aber sagen, dass Eschwege halt auch gar nicht gefährlich war. Ja. Okay. Das war unser Glück. Da solltest du dann drei Ligen Unterschied, sollte man dann schon mal irgendwann merken. Ne? Dafür ist dann genau. 2-0 eigentlich noch relativ wenig, aber wie ich gelesen habe, fand das Spiel eigentlich nur in deren Hälfte dann statt. Ne? Ja, genau. Wie gesagt, jetzt ohne viele zwingende Ideen. Ein paar mehr als diese zwei Tore, die sie dann gemacht haben, hätten sie auch noch machen können. Aber ja, hat ja dann auch so gereicht. Aber war jetzt kein Spiel, was mir so richtig Mut gemacht hat oder dass man sagen kann, sie haben sich jetzt mal so den Frust weggeballert, war das auch nicht. Es war halt so, ja, hat geklappt. Fertig. Ja, immerhin das erste... Für mich war es ein neues Stadion. Ja, sehr gut. Immerhin das erste zu Null-Spiel in dieser Saison. Das ist ja dann vielleicht auch schon mal so ein kleines... Zeichen in die richtige Richtung, sagen wir es mal so. Ja, Tich Rivero hat sich gleich beliebt gemacht, der hat die Führung geköpft und Brandstätter hat das zweite geköpft, ne? War auch bei Kopf. Genau. Ja. Das war lustig, weil der Stadionsprecher das erst nicht mitbekommen, wie auch immer man das verfehlen konnte. Die Flanke kam halt genau auf Brandstätter, der da auch relativ alleine stand. Der köpft den rein, dann fängt dann irgendwie umständlich an, im Torjubel noch hier zu Gott zu danken und so Sachen. Und dann sagt danach der Stadionsprecher so, Torschütze haben wir noch nicht rausbekommen, wer es war. Okay. Hat er dann aber ganz pflichtbewusst so ein paar Minuten später hat er gesagt, ja, wir wissen es jetzt, es war Simon Brandstätter. Okay, immerhin haben sie den richtigen dann ermittelt. Ja. Genau. Ja. Haben sie wahrscheinlich erst Mühe gegeben. Im SVWW-Live-Ticker haben sie wahrscheinlich erst nochmal nachgelesen, wie der jetzt heißt. Das kann gut sein. Ja. Gut. Es war dann letztlich so, wie ich es ja auch befürchtet hatte, dass sie sich auch da schwer tun und also ich fand schon, dass es jetzt nicht die erste, also nicht die beste Aufstellung war, aber gut, da über die Aufstellung können wir gleich nochmal sprechen. Ja, gut, sie haben ja auch zum Beispiel gesagt, ich meine, beste Aufstellung ist natürlich, wenn du Scheffler stellst, aber der war halt auch noch angeschlagen. Ja, klar, genau. Genau, Kuhn war auch noch verletzt und ich glaube, Mofza war auch draußen, ne? Genau, der saß auf der Bank, der kam am Schluss rein. Und Kire war auch draußen? Nee. Ich glaube, der hat von Anfang an gespielt, ne? Ah, okay. Ja. Okay. Genau, hat er offensichtlich nicht so einen starken Eindruck gelassen, denn am Samstag gegen Meppen war er erstmal wieder auf der Bank. Aber kurz noch dann halt... Es gab halt eine recht lustige Szene, die war kurz nach dem 1-0. Also dann kurz vor der Halbzeit, da hatte Kire den Ball so auf dem Fuß, eigentlich schon im Strafraum und versuchte zu schießen, kam aber nicht weit, weil der irgendwie geblockt wurde, hatte ihn dann aber wieder vom Fuß und wollte dann so mit so Kunststückchen das Ding irgendwie in die Ecke einschweißen, hat dann so, weißt du, so hinter seinem Standbein so versucht, den da so rumzuschnicksen und er ging dann am Tor vorbei, woraufhin Markus Kolke von der ganz anderen Seite im Platz anfing rumzubrüllen, lass doch so eine Scheiße beim Stand von 1-0, Mensch, und so sich total aufgeregt. Er hatte ja auch recht, also er hätte einfach geradeaus abziehen müssen und nicht so einen Mist machen. Das war sehr witzig, aber findet genau das will ich dann auch von einem Kapitän, der er da, glaube ich, dann auch in dem Spiel war. Mhm. Aber vielleicht auch deswegen erstmal wieder raus gewesen. Ja, möglicherweise.
Da muss man einem, mich als Trainer auch echt rasend machen. Da muss man einem jungen Spieler so nach und nach die Flausen austreiben. Ja, genau, du wärst auch ein guter Trainer. Ja, also ich sag mal, ein paar so Phrasen dreschen und entspannt an der Linie stehen, irgendwie so Vollmann-Style, das kriege ich auch hin. Ja, ja geil, mit wehenden weißen Haaren. Ja, Arme verschränkt. Daran, an dem Wehen im Haar muss ich noch ein bisschen arbeiten. Aber der Rest, 1:1 wartend. Ja. In stetiger Erwartung, oh, wir führen, na, das können wir vielleicht verteidigen. Gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir da einen Haken dran. Pflichtaufgabe erfüllt. Der nächste Gegner im Hessen-Pokal wird sich diese Woche... Ich glaube, am Mittwoch ist das Spiel. Ja. Und zwar zwischen Spielvereinigung Neu-Isenburg und Hessen-Kassel wird sich das entscheiden. Also da ist ja im Prinzip schon das ganze Tableau ausgelost. Also man kennt quasi so den möglichen Weg zum Titel. Sag doch bitte sag das schöne Wort. Du meinst die Spielplanarithmetik? Nein, das Wort Turnierbaum. Ah, der Turnierbaum, genau. Ja, ich habe gerade überlegt, was meinst du jetzt? Weil Spielplan ist es jetzt in dem Sinne jetzt, das passt ja jetzt auch nicht. Der Turnierbaum, richtig. Sehr gut, sehr gut. Hier wachsen die Turnierbäume nicht in den Himmel. Ah, ich glaube, wir haben schon einen Sendungstitel gefunden. Sehr gut. Micha, bist du noch da? Ich habe jetzt mal lieber nichts gesagt. Micha hat sich schon selbst entleibt, ja. Am Turnierbaum aufgehängt. Da baumelt er. Okay. Also Neu-Isenburg oder Hessen-Kassel. Beide in der Hessenliga. Also von der Spielstärke wäre es dann vermutlich ähnlich. Können wir mal hoffen, dass es vielleicht Neu-Isenburg wird. Das wäre dann wenigstens ein schönes Spiel, was man am Feierabend mitnehmen kann. Hessen-Kassel, das ist ja dann wieder so eine weite Fahrerei. Gut. Da kommen wir gleich mal dazu, wenn wir über die Termine sprechen. Ja, dann hatten wir jetzt am vergangenen Samstag noch ein Ligaspiel, um die Sache hier rund zu machen. Und zwar ging es gegen den SV Meppen und man höre und staune, wir haben 3-0 gewonnen. Wird jetzt alles gut, Micha? Das wäre jetzt etwas zu früh. Okay. Aber zumindest war es sehr beruhigend zu sehen, dass wir den Tabellennachbarn, beziehungsweise die waren ja vor dem Spiel noch einen Punkt vor uns, die Gäste aus Meppen, dass wir da doch schon insgesamt zumindest gezeigt haben oder die Jungs gezeigt haben, dass sie da klar besser sein können, was sie vor allem in der zweiten Halbzeit allerdings erst getan haben. Mhm. Und ich denke, das ist jetzt so eine klassische, oder das kann eine klassische Entwicklung sein, wenn es eben dann irgendwie mal nicht so läuft und dann musst du dich da Stück für Stück eben wieder, also was ist das Stichwort Formsteigerung, da eben rankämpfen und ja, gut. Also im Prinzip war die Aufstellung ja auch wieder ohne, also Tietz Rivero hat ja auch direkt gespielt, zusammen mit Morovza im zentralen Mittelfeld und Schäffler ja nochmal auf der Bank, vorne Guder und Brandstetter und Minzel, der ja dann wieder fit war und der hat auch kein bisschen angeschlagen gewirkt, ehrlich gesagt. Nee, der war wieder einer von den Besseren auf Platz, ja. Genau, und Kuhn ja auch noch auf der Bank. Auch noch nicht ganz fit. Immerhin wieder auf der Bank. Genau, wurde er dann auch eingewechselt gegen Ende. Und ja, Redemann eben auch wieder draußen. Dafür Dams und Mockenhaupt in der Innenverteidigung. Ansonsten Andres und Schipnowski auf außen. Und ja, ich sag mal, erste Halbzeit gab es jetzt nicht so viele Highlights. Ja, gut, gleich am Anfang hatte Guder schon eine große Chance. Das stimmt. Schon ja, irgendwie. Das war ja die gleich über links rausgespielt, wo er dann so aus der Drehung genau so nicht weit vom Tor, so 10 Meter vom Tor oder so, ja, sowas schießt, aber halt auch nicht sehen kann, wo der Torwart ist. Es halt einfach versucht und der Torwart dann leider aber noch drankommt, ja. Ja, unser ehemaliger Spieler Domaschke.
Ja, der hat ein gutes Spiel abgeliefert insgesamt. Der war oft noch dran und hatte auch einen früheren Rückstand von für die Mappen da verhindert. Aber richtig druckvoll wurde es eben erst in der zweiten Halbzeit. Ansonsten hatten die Mappen da, glaube ich, zwei Chancen in der ersten Halbzeit, die beide so knapp neben dem Pfosten gingen. Die erste hatte man nicht so gut gesehen, weil ja diese Choreografie noch war an den ersten 4 Minuten 20 Sekunden. Ach, da war noch da war eine Chance, das siehst du, das habe ich tatsächlich nicht richtig mitgekriegt, ja. Ja, also da war halt, also es war ja so, dass ich habe das dann nachgefragt, also da ist ein, die Supremos sind ja mit den, also die Jungfans, die bei uns das, die Stimmung so ein bisschen koordinieren, die sind ja mit den Ingolstädtern befreundet und da ist wohl jemand tragischerweise eben gestorben, ein junger Mann, und dann haben die da spontan eben so eine, ja, hauptsächlich schwarze Choreo wahrscheinlich auf die Beine gestellt und dann hat man eben 4 Minuten 20 nichts von sich hören lassen und man konnte aber noch nicht ganz so gut sehen und ich meine, da hat es einmal so an der Bande dann Dutch gemacht und das, ich konnte es jetzt aufgrund der schwarzen Stoffdinger eben auch nur erahnen. Ich weiß nicht, wie knapp es war. Kolke ist jetzt nicht gesprungen. Aber da war auf jeden Fall schon mal die eine Annäherungsversuch von Meppen mehr. Nochmal kurz zu dieser Choreo. Haben wir eigentlich mittlerweile rausgekriegt, was es mit diesen 4 Minuten 20 auf sich hat? Das habe ich nicht gefragt. Aber. Okay. Ja. Gut. Dann nehmen wir das einfach mal so hin. Ist auch ehrlich gesagt ein bisschen nervig, dass die einem nicht sagen, was sie da machen bei der Choreo. Also ich kenne das so, dass man das entweder irgendwo am Eingang per, weiß ich nicht, Flugblättchen erfährt oder das, weiß ich nicht, wenn die einem das Zeug in die Hand drücken oder so. Ich habe ja, da immer ein ungutes Gefühl, wenn ich gar nicht weiß, was da gemacht wird. Das hätten sie zumindest kommunizieren können. Was sie mir gesagt hatten, war, dass eben die Beerdigung freitags wohl war und die dann auch mit ein paar Mann da unten waren und sich das dann wohl spontan überlegt haben, was zu machen. Und dann aber das haben wahrscheinlich die dir gesagt, weil du nachgefragt hast. Ja, genau, aber dann wird es zumindest für Flugblättchen eng. Klar, ansonsten hätten sie das schon noch etwas kommunizieren können, dann wäre allen etwas klarer gewesen, warum man das macht und vielleicht wäre dann auch die, ja, es wurde ja auch durchgeführt, war jetzt auch kein großes Ding, aber dann ist man, die Akzeptanz steigt ja immer, wenn man so ein bisschen weiß, was man da eigentlich macht. Meistens ja. Okay, dann kommen wir zurück zum Spiel. Ja, ich kann mich noch an einen Schuss auf jeden Fall von Meppen erinnern, so kurz vor der Halbzeitpause. Da war einer recht schön freigespielt und der schießt dann knapp am Tor vorbei. Genau. Genau. Also ansonsten hatten wir ja schon, ja, es war, ich weiß gar nicht, also man hat gemerkt, dass Meppen nicht so viel kann und bei uns eben die Verunsicherung noch so da ist. Ja. Also die meiste Zeit der ersten Halbzeit, die war dann schon eher öd. Ne? Das sah dann schon so ein bisschen aus wie halt eben, was war es, 18. gegen 17. oder so. Genau. Ja, aber zweite Halbzeit begann dann mit zwei frischen Leuten oder zumindest zwei anderen. Scheffler kam rein für Brandstätter und Kieré für Schipnowski. Schipnowski, muss man sagen, dem ist nicht viel gelungen. Also der hatte auf jeden Fall schon bessere Spiele für uns. Aber da war irgendwie... Ihm sind viele schlechte Freistöße gelungen. Ja, der schießt ja generell eigentlich viele Freistöße und meistens zieht er die eigentlich auch relativ scharf rein, aber da ist irgendwie kein einziger angekommen. Der ist irgendwie immer gleich am ersten Verteidiger hängen geblieben. Ich meine, dass das mal passiert, okay, aber das waren echt viele. Das war sehr auffällig. Und auch sonst irgendwie im Spiel irgendwie nicht so richtig eingebunden. Also das, da haben wir auch schon gesagt, der musste eigentlich auswechseln zur Halbzeit. Kam dann auch so, genau. Und dann, ja, Scheffler hatte gleich ein Tor geschossen, das zählte aber nicht wegen Abseits. Aber insgesamt hat man schon gemerkt, da ist jetzt ein bisschen anderer Zug drin. Also ein ungewöhnliches Tor für Abseits, weil er ja so der Ball ja, also der Torwart ja rausgeht und er aber dann noch so gerade so vorm Torwart am Ball ist und um ihn rumläuft und ihn dann reinschiebt. Ja, es war halt schon vorher gewunken, ne? Ja, genau, also es war halt dann, ich glaube aber schon, dass das knapp war. Ich habe es jetzt leider nicht nochmal angesehen. Aber hat direkt also in halt der da Zusammenfassung gemerkt, bei Telekom war es nicht drin, ne? Da war es gar nicht drin, ne. Ja, genau. Da müsste man tatsächlich nochmal dann die Wiederholung vom ganzen Spiel rausholen. Aber es scheint dann gestimmt zu haben, sonst hätten sie es wahrscheinlich eher gezeigt.
Aber man hat da schon gemerkt, dass da ein ganz anderer Zug drin ist. Ja, wobei, das kannst du auch, ich glaube, die haben ja nur dann diese Hauptkamera und dann stellen sie diese automatisierte Kamera dann oder diese fest eingestellte hinter dem Tor auf. Also die haben ja keine Kamera jetzt auf Höhe von der 16er Linie oder irgendwas, glaube ich. Ne? Von daher würden die das wahrscheinlich eh nicht auflösen können. Aber egal. Nicht so 100%, ja. Ja. Ja, aber sei es drum, dann nach, was war's? Nach ziemlich genau nach einer Stunde fiel dann doch das 1-0. Sonja, wie hast du das erlebt? Freudig. Ja, von meinem Platz aus. Richtig, 1-6. Genau. Ja, N6, weißt du Bescheid. Nee, es war ein Pass von Scheffler, der anderes so steil geschickt hat. Der Pass war eigentlich schon das halbe Tor, muss man sagen, es war richtig geil gespielt. Ja. Und Andres hat ihn dann ins lange Eck geschlänzt am Torhüter vorbei. Und war schön, dass er endlich mal wieder getroffen hat. Es tat ihm, glaube ich, auch sehr gut. Ja, der braucht ja auch so regelmäßig seine Tore, glaube ich, dass der keine schlechte Laune kriegt. Ja, es ist ja eigentlich wie in der letzten Saison hat er ja auch immer relativ viele Chancen gehabt und dadurch dann halt auch viele Chancen vergeben, aber halt öfter dann auch mal getroffen und deswegen wurde es jetzt Zeit, dass er auch mal wieder eine Chance hat. Ja, dass er viele Chancen vergibt, da waren wir ja vor einem Jahr ja schon quasi so ein bisschen vorgewarnt von diesem Rostocker Kollegen. Aber das war ja auch im letzten Jahr so, obwohl er viele Tore gemacht hat. Ja, vor allem anfangs. Also ich meine, später hat er so quasi seine Ausbeute dann verbessert. Er hat ja am Ende dann, was hat er gehabt? 15 Tore oder irgendwas in der Größenordnung? Also ja, es waren schon ziemlich viele. Nicht so viel weniger wie Scheffler dann. Ne? Ja, war schon richtig viel. Und ich würde auch sagen, dass seine Chancenverwertung insgesamt schon okay war. Ja, ja, genau. Es war, lässt auch einiges liegen. Ja. Das ist nicht. Genau. Es war halt cool, dass er da halt, weil das war ja so eine ganz klare Chance. Also sprich, der Ball kommt genau in Lauf. Er nimmt mit, zieht zum Tor, ist klar, kommt von der Seite. Und es ist aber schon auch, ja, ist halt dieses Ding, wo man noch so ein bisschen überlegen kann, ne? Also es ist jetzt nicht so, Pass kommt und man schießt direkt und man hat da keine große Wahl, aber er läuft auf den Torwart zu, überlegt, was macht er, wo schieße ich ihn hin und macht es halt dann genau richtig. Das hat es da halt auch schon ein, zwei Mal, dass er das eben dann leider dann den Torwart anschießt oder sowas. Ja. Eigentlich hatte er doch im Prinzip genau diese gleiche Chance vor kurzem schon mal, oder? War das gegen Pauli? Gegen St. Pauli hat er, glaube ich, zwei solche Dinger gehabt. Ja, aber auch genau an der gleichen Stelle. Das kann sein, ja. Das ja. Genau an der gleichen Stelle vor uns und dann dreht er auch die Hüfte so und schießt ihn dann aber irgendwie am Tor vorbei. Ja. Also das Ding, ich weiß nicht, ob das Pauli-Spiel war. Das am Ende der, also 90. Minute oder Nachspielzeit zwischen diesen Chancen von dem, ja, wo es so hin und her ging, ne? Lang Lulatsch da von Pauli, hat er auf jeden Fall genau auch so eine Chance gehabt. Ja. Ja, gut, also dann 1-0 kurz danach ein Freistoß und da dachte ich schon, okay, der nächste Freistoß, der jetzt irgendwo in die Mauer geht oder sonst irgendwas, aber nein, Alf zirkelt den schön über die Mauer an die Latte, hat so richtig schön geklatscht, aber ging leider nicht rein. Aber kein Beifall. Aber was? Aber kein Beifall. Ach so, oh. Also, Frau Riegel, das, mäßigen Sie sich. ja. Ich wollte dich nur aus dem Konzept bringen. Ja, das gelingt dir mal wieder einwandfrei. Und dann kam noch der große Auftritt von Kire, über dessen Namen wir gleich nochmal sprechen müssen. Zunächst, wie war denn das? Da war, glaube ich, eine Flanke von Titch Rivero so auf die linke Seite rüber, wo Gude den direkt wieder reinspielt im hohen Bogen. Und Kire nimmt direkt und ja, Torwart ist noch dran, aber er fällt trotzdem dann hinten ins Tor rein. Ein bisschen Glück, aber schön gemacht. Das war so wirklich so ein Ding, wo ich dachte, es kann doch nicht sein, dass der jetzt schon wieder das Tor verhindert, weil da wirklich der Domaschke da so ein paar Szenen hatte, wo er echt Steffen Voglers Torwarttraining noch weiterentwickelt hat vielleicht. Aber ja. Also da war wirklich immer noch mal irgendwie dran und auch da war er dran und es sah für uns, das war ja dann auf, also bei uns in unserer Kurve, ich dachte wirklich, der geht wieder nicht rein. Ja, es sah so aus, als würde er drüber fliegen, ja. Ja, ja, genau. Und das war dann schon erleichternd. Genau. Entgegen seiner Gewohnheit hat er keinen Salto gemacht. Aber er hatte ja dann später nochmal Gelegenheit. Da kam nämlich dann
eine Flanke von Kuhn, der mittlerweile eingewechselt war von rechts, und er mit Schwung hält er noch so ein bisschen den Kopf ran und verlängert den oder köpft ihn halt damit rein. Hat so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, der nimmt fast dem Scheffler den Ball weg, aber ich glaube, Scheffler wäre gar nicht gescheit rangekommen, ne? Es ging sehr schnell auf jeden Fall und er war da weg, hat nur so geditscht, glaube ich. Ne? Ja, so. Also so eine wuchtige Bewegung, war mehr so ein Abfälschen. Ja, aber er ist mit Schwung da reingegangen, irgendwie noch gerade so die Stirn so ein bisschen drangekommen, bekommen. Ja, dann, naja, gut. Jedenfalls, da gab es dann doch noch den Salto zu sehen. Doppelpack Kiré, sehr schön. Ja, und das war es eigentlich auch. Also gerade so die letzte, ja, so die zweite Halbzeit eigentlich war Wien dann schon deutlich besser. Meppen hat sich so ein bisschen dann nach dem 1-0 ein kleines bisschen geöffnet, hatten so ein bisschen sich bemüht, aber gefährlich wurden die nicht. Also man kann schon sagen, das war jetzt in unserer Situation ein optimaler Gegner auch. Auf jeden Fall. Ja. Ja, auch wenn wir kleinere Fehler drin hatten, gerade so in der ersten Halbzeit, die haben die ja nie ausgenutzt. Genau, also ich sag mal, gegen einen Gegner, der besser im Lauf ist, keine Ahnung, der jetzt vielleicht irgendwie mit 10 Punkten oder irgendwas da weiter oben steht, da hätte es durchaus anders ausgehen können, wenn die, aber gut, Meppen steht jetzt auch unten drin. Da ist sicherlich Selbstvertrauen jetzt auch nicht so riesig. Die wollten vielleicht erstmal gucken, dass sie da möglichst lang die Null halten und mal schauen, was dann geht. Gut. So haben wir jetzt dann auch in der Liga das erste 0-Spiel und den ersten Heimsieg jetzt endlich gesehen. Ja. Wollt ihr noch was? Viel Glück auf einmal. Ja, da war ich schon sehr zufrieden nach dem Spiel, muss man schon sagen. Und damit haben wir auch die Abstiegsplätze jetzt wieder verlassen. Und nachdem jetzt gerade vorhin Kaiserslautern nur unentschieden gespielt hat, sind wir jetzt auch tatsächlich, bleiben wir 16. jetzt auch hier nach diesem Abendspiel. Gut. Dann gucken wir doch gerade nochmal so, was sonst noch so in der Tabelle los ist. Oben Uerdingen mit 16 Punkten nach 7 Spielen, das ist schon ziemlich gut. Ja, die haben am meisten Glück gehabt, würde ich sagen. Ja. Ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Würzburger Kickers haben in Unterhaching gewonnen. Das sind jetzt auch die beiden Plätze, ja. Die Plätze 2 und 3. Ja. Osnabrück hat auch schon 12 Punkte, also die stehen auch schon ganz gut. Und dann kommt unser nächster Gegner, 1860, auch immerhin schon 11 Punkte. Nicht so verkehrt, aber insgesamt muss man schon sagen, Punkte verteilen sich schon einigermaßen gut. Ne? Also es ist jetzt, die Spreizung ist noch nicht gar so riesig. Weiß jetzt schon ganz gut, weil das wir gewonnen haben, weil sonst wären wir jetzt Tabellenletzter. Ja, das ist eh klar, genau. Aber ja, nee, also insgesamt, es ist jetzt nichts verloren und musst natürlich gucken, dass du weiterhin regelmäßig punktest, aber das gilt ja immer. Genau. Und, Ich ärgere mich ein bisschen. Ich meine, gut, es sind jetzt erst 4 Spiele, aber ich hatte so überlegt, auf Würzburg als Aufsteiger zu tippen oder zumindest unter die ersten 3. 7 Spiele haben wir. 7 Spiele, ja. Aber nachdem ich dann so gelesen habe von wegen, ach, was das da so nach dem Motto, auch was die Experten sagen, was da so passiert ist, dachte ich mir, okay, dann tippe ich nicht auf sie. Mal gucken. Ich hatte sie so, weil die sich halt Teams, die in der Rückrunde gut spielen, ja. Da ist natürlich, so war es ja bei uns auch. Ja, unter Rehm Rückrunde gespielt und danach direkt so weitergemacht. Ja. Allerdings, klar, waren Karlsruhe und wir halt noch besser insgesamt und mit den Absteigern. Na gut, mal gucken. Also Würzburg halte ich für gefährlich. Ja. Genau, so unten. Braunschweig jetzt auch den ersten Sieg. Kaiserslautern, wie gesagt, gerade eben wieder nicht gewonnen. Also die hängen jetzt auch gerade unten drin. Die werden sicherlich früher oder später da rauskommen. Aber Lotte und Meppen, die auch da unten drin hängen, da könnte es tatsächlich sein, dass die längere Zeit sich mit den Abstiegsplätzen rumschlagen, würde ich mal vermuten. Lotte hat aber auch gewonnen, oder? Meine ich jetzt. Haben die gewonnen? Ja, kann sein. Richtig, genau. Die haben sich zumindest verbessert. Ja, die haben gegen Zwickau gewonnen daheim. Also ich denke, das sind halt gerade so, ja, stimmt. Lotte und Meppen, die werden wahrscheinlich auswärts nicht ganz so viele Punkte holen. Die gucken dann eher, dass sie daheim eben die mal was machen. Und aber klar, insgesamt
alles bunt durchmischt und ja, schöne Liga. Ja, und klar, ich meine, immerhin ist es immer noch früh, ne? Also 7 von 38 Spielen, das, da passiert noch viel. Okay, dann gucken wir doch mal, was uns als nächstes erwartet. Jetzt am Samstag, ich habe es gerade erwähnt, geht es nach München. Wiesenauftakt und die Sonja ist dabei im Grünwalder Stadion. Das war jetzt ein bisschen falscher Zusammenhang, aber ja. Du bist zumindest im Stadion. Ja, muss ich wohl. Musst du wohl. Das ja. Musst du nicht. Ja, man muss sich ja vorher es gab ja diesen kaufen. Etwas schrägen Vorverkauf, muss man dazu sagen. Dass, also der Verein hat es auch so kommuniziert, uns hat es der Fanbeauftragte schon vorher gesagt. Dann haben wir, glaube ich, beim Pauli-Spiel vorher getroffen. Da hat er uns schon gesagt, so ja, wenn ihr zum 60-Spiel auswärts, wenn ihr da mitfahren wollt, da müssen wir es vorher wissen, weil es keine Tageskasse vor Ort gibt. Gut, wahrscheinlich, weil da jetzt immer ausverkauft ist oder so, dass sich halt nicht die Heimfans da mit drunter mischen. Ja. Aber das war eigentlich schon vorher bekannt. Ne? Das, also das hat mich schon da nicht gewundert, als der Volker das erzählt hat. Ja, aber es ist halt komisch, dass sie dann sagen, okay, wir müssen aber vorher wissen, wer kommt, weil wir müssen diese Karten dann auch schon über eine Woche vorher wieder zurück nach München schicken. Also die nicht verkauften Karten. Das ist komisch, weil ich meine, da gibst du die halt nach wen und was die loskriegen, kriegen die los und was die nicht loskriegen, meine Güte, ja, kauft eh keiner. Aber was Volker uns ja erzählt hatte, war, dass er irgendwie mitbekommen hat, dass 60 dann die, wie war das, die Anzahl der Karten für den Gästeblock, die übrig bleiben, dann für seine Heimblöcke verkauft oder so. Also es klang ziemlich dubios. Irgendwie so, also können sie ja nicht an der eigenen Fans verkaufen, weil das ist ja eben der Gästeblock. Nee, sonst stehen die ja mitten im Gästeblock, das ist ja Quatsch. Genau, und den kannst du ja auch dann, selbst wenn du nur einen, weiß nicht, wie das jetzt genau da aufgeteilt ist, ist lang her, dass ich mal da war und ich weiß nicht, wie das heutzutage da aussieht im Grünwalder Stadion, aber selbst wenn du den kleinsten Gästeblock sozusagen hast, den werden wir wahrscheinlich auch nicht voll machen. Das heißt, theoretisch könnte das Spiel dann eigentlich nicht ausverkauft sein. Aber was die wohl tun, ist, dass sie dann halt diese Anzahl der Tickets dann halt so auf die restlichen dann verteilen, also auf die restlichen Stehbereiche. Das ist eigentlich völlig krank ist, aber. Ist, glaube ich, eher so im Graubereich, ja. Also wenn du 60-Fan bist, ja, was ja schon schlimm genug ist, aber gut, bist 60-Fan und weißt, cool, Karlsruhe kommt, da haben wir schön viel Platz bei uns. Und dann weißt du, ach, kacke, wen Wiesbaden kommt, da wird es schön eng bei uns. Ach, so gesehen. Ja gut, andererseits freuen sich dann vielleicht ein paar, weil dann gibt es halt vielleicht noch eine Karte, die sie sonst nicht bekommen hätten. Ja. Genau. Lass da mal was in überfüllten Blöcken passieren. Ja, aber ich glaube, die sind Markus da so... Söder, ich weiß, worüber du stolperst über ein Heimspiel von 1860 München. Der ist doch Franke. Ja, in seinem Amt, nicht in seiner Phantom. Aber ich glaube, so da die aktiven Fans bei denen, die sind gerade relativ diszipliniert, also die leisten sich jetzt, glaube ich, auch nichts irgendwie von wegen, keine Ahnung, Pyro und ähnlich und Lärmbelästigung oder Müll und sonst irgendwas, das Ganze, weil die sind ja da nur unter strengen Auflagen quasi da, dass die da überhaupt Dritte Liga jetzt spielen dürfen. Keine Pyro ist gut, dann kann ich vorher essen. Ja, genau. Ja, aber gut, wer weiß, vielleicht bringen unsere welche mit, ne? Du stehst ja im Gästebereich. Ja, gut, den drei Leuten kann man ja immer noch ausweichen. Naja. Naja, jedenfalls. Jedenfalls, was ich damit sagen wollte, ich habe jetzt halt diese blöde Karte hier und werde dann irgendwie da hinfahren, aber ich werde bestimmt auch nicht in München bleiben, wenn Wiesen ist. Also, ja, wirst du auch. Selber irgendwie die Füße packen. Wirst du auch schwerlich eine Unterkunft bekommen, denke ich. Also, falls du da bleiben wolltest, das ist zur Wiesenzeit eher schwierig. Ich will ja auch keine, aber schlafen die nicht eher alle betrunken unter der Bierbank zu der Zeit? Nee, also die Hotels sind ja alle voll und haben natürlich auch alle wahnsinnige Preise dann, ne? Was kosten die Karte? Oh, die Karte hat 15 Euro gekostet. Ah, okay. Willst du doch noch hin? Es kommt auch im bayerischen Fernsehen, also im bayerischen Rundfunk. Ja. Soll ich winken, wenn ich im Bild bin? Für alle, die keinen Telekom-Sport haben, aber den Podcast noch vor Samstag hören. Genau. Guter Hinweis. Und genau. Und dann geht es ja direkt weiter. Ja, ich wollte eigentlich ja ursprünglich auch nach München, da hatte ich mich ja schon lange darauf gefreut, auf das Spiel, aber nachdem jetzt die Woche was dazwischen gekommen ist, worüber ich dann in der nächsten Folge berichten werde, spare ich mir die Fahrt nach München.
du Arsch, möchte ich mal an der Stelle sagen. Ich wünschte mir, wäre auch was dazwischen gekommen. Ja, okay, gut, dann können wir es auch gleich aufklären, wenn du das schon so aufgreifst. Du wärst gerne nach Marseille gefahren. Ich wäre erstens gerne nach Marseille gefahren mit der Eintracht. Danke, ja. UEFA, ihr Penner. Und ich wäre zweitens gerne in Hamburg gewesen beim Reeperbahn-Festival. Danke an die Pressemenschen, ihr seid auch Penner. Wieso, was klappt deswegen da nicht? Fahr ich jetzt nach München. Ja, die haben gesagt, so jeden Blogger oder Instagrammer können sie jetzt auch nicht akkreditieren. Ach so, okay. Das heißt, die können dann da mit ihren Influencern rumhängen. Okay. Und fahre ich halt nach München. Puh. Aber die UEFA kann sich auch nicht alles bieten lassen, was Marseille so abzieht. Ja gut, dann sollen sie halt Marseille aus dem Wettbewerb kicken, also meine Güte. Ja, so. Genau. Man kann auch trotzdem hinfahren. Also ich meine, entweder machst du es halt komplett oder... Ja, man kann auch trotzdem hinfahren und dann Public Viewing oder so. In Marseille oder was? Mit Franzosen. Nee, ich glaube, da wird dringend von abgeraten. Ich habe heute noch irgendwas gelesen. Also es wird den Eintrachtlern dringend davon abgeraten, überhaupt nach Marseille zu fahren, weil die Polizei ist dann irgendwie, glaube ich, auch da irgendwie, weiß nicht, in Alarmbereitschaft oder irgendwas. Also, klingt nach viel Spaß. Ja, aber ich muss ja dazu sagen, ich habe den Ground ja schon. Ja, okay. Da im Start-Velodrom warst du schon. Total schön. Ich fand die Stadt schön. Ich fand dieses Stadion schön. Ich dachte, irgendwann fahre ich da nochmal hin. Werde ich wahrscheinlich auch machen. Na gut. Genau. Ja, ich bin jetzt regelmäßig international. Ich bin dann unterdessen am Mittwoch in Lissabon bei Benfica gegen Bayern. Ja, Lissabon war ich auch einmal, aber nicht im Estádio da Luz. Oder da Luz. Ich weiß gar nicht, wie ihr es aussprechen, sondern. Ja, das wäre Spanisch, ne? Die Portugiesen, bei denen ist das alles immer so schön weich. Lusch wahrscheinlich. Irgendwie, das ist ja nur, weiß nicht, ein paar Meter weiter ist ja das Estadio José Alvalade oder Alvarde oder wie hieß das Ding? Weiß ich nicht mehr, jedenfalls, wo Sporting spielt. Da war ich vor x Jahren mal. Das war eigentlich auch ganz nett, aber ich glaube, Benfica ist nochmal eine coolere Nummer. Und Lissabon ist natürlich sowieso super schön. Also da freue ich mich auch drauf. Passt auch mit den Flugzeiten ganz gut. Also ich habe dann auch noch so ein bisschen Zeit da. Muss nicht gleich morgens früh um 6 Uhr irgendwie zum Flughafen hetzen. Aber die haben doch auch einen Adler, oder? Benfica, ja. So? Ja. Ja. Und natürlich den Guzmán-Fluch. Tja, genau. Ja. Nee, ich meine nur, weil... Ach so, für die Eintracht. Ja. Sonja, willst du mitkommen? Da gibt's noch, Karten. Echt? Ja, ey, das Ding ist, das... Da gibt's noch Karten, die schaffen nicht mal... Ach du Scheiße, ey. Nee, also, ja gut, verkauft sind die wahrscheinlich schon alle, aber ich habe jetzt gesehen, dass unter Bayern-Fans da irgendwie wahnsinnig viele Karten angeboten werden. Vermutlich sind da ziemlich viele, also sowohl Einzelfans als auch Fanclubs, die halt einfach pauschal für alles an Champions League einfach mal vorab bestellen, blind, bevor die Auslosung ist. Das ist auch ein echt undankbares System, muss ich mal sagen. Also wenn du sowieso irgendwie nicht an alle Karten kommst, die du willst und dann das nehmen musst, wofür du ausgelost wirst oder so, also da bin ich absolut nicht neidisch. Ja. Das Problem jetzt ist halt, dass du einfach, ich meine, selbst Champions League kannst du ja, je nachdem wo du spielst, gucken, dass du es vielleicht mit einem Urlaubstag hinkriegst oder mit einmal halb arbeiten oder so. Aber Lissabon ist halt schon sauweit und ich meine, die Auslosung war vor 2 Wochen oder wann war die? Genau, ja, das ist dann gleich das... Das ist halt, genau, das dann organisiert zu bekommen, ich meine, einen günstigen Flug kannst du knicken wahrscheinlich und dann ist das Gesamtpaket vielleicht für einige dann doch auch nicht mehr passend, ja, ich weiß nicht. Ja, es gibt auch weder von Bayern Tours noch vom Club Nummer 12 gibt es einen Sonderflug. Ja, da kommst du ja nicht mehr hin. Ja, genau. Das, wie gesagt, das ist halt gleich das erste Spiel, ist dann halt gleich auswärts Lissabon. Das ist natürlich für die Planung ungünstig. Ja, gut, ist jetzt halt mein Glück. Ich habe halt eine Karte bekommen und auch einen Flug. Von daher mache ich mir da mal einen schönen Tag in Lissabon. Werde ich beim nächsten Mal dann berichten. Wie wir jetzt vom SVW wieder schön zum Europapokal gekommen sind, das kann kein Zufall sein. Weil wir nicht viel Themen haben und so viel Zeit haben heute. Ja, so viel Zeit. Ja, okay, wir gucken noch mal ein bisschen auf die, wie es dann weitergeht. Dann ist dann nämlich nach dem Spiel in München, ist dann gleich schon wieder hier auch für die dritte Liga englische Woche angesagt. Sprich, wir haben nächste Woche Dienstag schon das nächste Heimspiel gegen Groß Asbach.
Und dann geht's freitags abends schon weiter mit dem Auswärtsspiel in Münster. Also ist schon in 6 Tagen 3 Spiele ist schon gleich was los. Davon 2-mal auswärts. Ja. Und auch 2 Mannschaften, die gut in die Saison gekommen sind mit München und Münster. Also es, da kann man jetzt mal sehen, ob wir jetzt tatsächlich im Aufschwung sind oder ob wir uns jetzt darauf einstellen müssen, dass wir längere Zeit unten rumkrebsen. Werden wir dann beim nächsten Mal besprechen. Ich fordere 6 bis 7 Punkte aus den 3 Spielen. Fordern, das ist gut. Ja. Naja, wir werden sehen. Ich fordere ja gern so unmögliche Sachen, also irgendwie so, ich fordere 8 Punkte. Auch sehr gut. Ja. Bei dem Pommes-Vorschau da, oder wie hieß das? Neues von der Pommesbude. Ja, genau. Da hast du ja gemeint, was erwartest du aus den ersten 4 Spielen? Da hast du gemeint 12 Punkte. Dann, das ging ja auch schön nach hinten los. Aber gut. Ja, nicht feige sein. Ich denke, Münster ist jetzt auch nicht mehr so stark und also ich denke, wir gewinnen 2-mal hintereinander. Entweder so oder so. Also das, ja. Von der englischen Woche. Ja, okay. Ja, mal gucken. Also ich meine, möglich ist da jetzt alles und zumal jetzt dann so die Stammelf bei uns sich jetzt so langsam so ein bisschen rauskristallisiert. Mal gucken, ob Scheffler dann halt fit genug ist. Wenn ja, dann wird er sicher von Anfang an spielen, gerade gegen seinen Heimatclub. Will er sicherlich bis erst recht spielen. Kuhn, denke ich, wird jetzt auch wieder in die Startelf rücken. Da muss man auch schon dazu sagen, dass Lorch das vielleicht ganz okay macht, aber ist schon schon ein Qualitätsverlust gegenüber Kuhn, wenn der da als Rechtsverteidiger aufläuft. Oder wie seht ihr das? Genau, also das ist genau das Problem, weshalb es auch in den letzten Spielen, glaube ich, nicht so lief, weil du einfach Spieler hast, die du nicht ohne einem deutlich sichtbaren Qualitätsverlust ersetzen kannst. Und dazu gehören Kuhn, der defensiv jetzt auch nicht perfekt ist, aber eben offensiv unheimlich viel Impulse gibt. Dazu gehört ein Scheffler vorne im Zentrum. Und gut, bei Kieré kann man sich noch streiten. Das ist ein super Joker. Aber der ist wirklich so ein, ich will jetzt nicht sagen besserer Diawosi, aber ich finde den, ja, also ich sag mal, der Diawosi kam ja und der hatte auch so seine, kam auch oft von der Bank und hat dann da unheimlich für, einfach Gefahr gesorgt und hat noch mehr so das 1-gegen-1 auch gesucht und aber also gerade Kieré, klar, wenn er anfängt, macht er auch mal direkt das 1-0, er kann aber auch von der Bank kommen und trifft, also ist eigentlich ein Top-Mann und ja, das sind halt, klar, wenn dann ein Scheffler nicht fit ist, ein Kuhn nicht verletzt ist, Minzel war jetzt zum Glück nicht verletzt, auch der, merkst du, ist schon eine andere Nummer wie der Wachs. Wachs hat es jetzt viele Spiele, hat die Chance bekommen und er hat sie einfach nicht genutzt so richtig. Ja. Dann würde ich Morfza noch in der Mitte, ja. Genau, so geil es ist, Minzel wieder zu sehen. Ich habe aber schon gehofft, dass irgendwann mal einer geiler ist als er. Aber den gibt es halt einfach nicht, anscheinend. Zumindest nicht in unserer Preisklasse. Und klar, und im Zentrum halt ein Mrofza. Und ich muss auch sagen, ein Tich Rivero, ich habe den jetzt einmal spielen sehen. Aber so vom Spielertyp ist es so schon auch genau so einer, wie ich ihn so da erwarte. Also der hat... Ich habe mir jetzt nicht 100% das auf ihn geachtet während im Spiel, aber defensiv, klar, waren sie nicht so gefordert. Defensiv war es okay. Und nach vorne hat er ja auch Aktionen gehabt. Ja. Und das hast du in den ganzen Spielen von Schönfeld? Schönfeld. Und Schmidt? Schmidt hat ja nur schon von vornherein die offensivere Rolle, aber da hast du bei beiden gemerkt, dass die entweder noch brauchen, um in das System zu passen. Aber da merkst du halt einfach, ja, wenn du mit Schönfeld, Schmidt, Lorch, Wachs, wenn du überlegst, dass du die jetzt nochmal alle aufstellst, dann da denkst du dir gleich, oh Scheiße. Also so jetzt mal überspitzt gesagt, ja. Ja. Das ist halt, mit denen kannst du mal gewinnen, aber ja. Was mich noch überrascht, ist, dass der Guder sich jetzt so festgespielt hat da. Also dass dann eher ein Brandstätter mal rausgeht. Ja, das hat mich auch überrascht, aber es war jetzt nicht so eine schlechte Entscheidung. Also er hatte schon ein paar gute Aktionen gehabt, auch der Kude.
Genau, man sieht halt auch ganz klar, dass der Rehm Spielern mehrere Spiele über eine Chance gibt. Und dann aber auch, ich meine, wann Wachs war jetzt nicht mal mehr im Kader, oder? Der hat aber auch, glaube ich, gerade eine Verletzung, ne? Ah, okay, alles klar. Zumindest offiziell. Man weiß ja nie, was dahinter in den Kulissen passiert, aber ich glaube, der ist, glaube ich, gerade lediert. Ja, meine ich auch. Ja. Also beim Lorch sehe ich es schon auch so, dass der Potenzial hat, aber aktuell eben jetzt nicht unbedingt in die erste Elf gehört. Das ist so einer, den du variabel auch mal einsetzen kannst, so, was dann okay ist, aber ja, der ist jetzt irgendwie noch nicht so drin. Ja. Und von daher, klar, wenn jetzt Kuhn, Schäffler wieder fit sind, machst du da einen deutlichen Qualitätsgewinn, sowohl was die Flanken angeht, als auch vorne die Torgefahr einfach. Ja, dann sprechen wir doch gerade noch über Marcel Titsch-Rivero, jetzt wo wir schon einige Male erwähnt haben. Der kam jetzt noch nach Schließen des Transferfensters, wie das immer so schön heißt. Aber das ging deswegen, weil er vertragslos war. Der war jetzt, weiß nicht genau wie lange, viele Jahre, also auf jeden Fall mehrere Jahre bei Heidenheim. Ist da aber jetzt durch einen gewissen Herrn Andrich ersetzt worden. Oder durch einen Niklas Dorsch von Bayern München Amateuren, der da auch im Sommer kam. Jedenfalls hat er keinen neuen Vertrag mehr bekommen und deswegen konnte man den jetzt dann noch verpflichten. Das ist also jetzt quasi Vorgänger und Nachfolger von Andrich. Ja, eigentlich klassischer Sechser oder zentraler Mittelfeldspieler und ich habe auch so den Eindruck, dass es könnte ziemlich genau der Mann sein, der uns da jetzt gefehlt hat, weil er halt einfach auch Zweikampfstärke scheint als jetzt zum Beispiel in Schönfeld. Da gab es im Spiel gegen Meppen, wie gesagt, war es jetzt nicht so gefordert, aber so ein, zwei Situationen dachte ich irgendwie, hat er sich so den Ball erkämpft und den dann sauber nach vorne gespielt, dachte ich, ja, das ist so ein Ding, das hast du halt vorher eben nicht gesehen. Ne? Das große Rätsel jetzt bei Titsch-Rivero ist nur, schreibt er sich mit oder ohne Bindestrich im Nachnamen? Das müssen wir noch rausfinden. Wie stand denn eigentlich auf dem Trikot? Ich habe nicht drauf geachtet. Oh, gute Frage. Ich hatte mich gefragt, warum der noch keinen neuen Verein gefunden hatte. Ja, weiß ich auch nicht, ob er vielleicht was anderes in Aussicht hatte, was da nicht funktioniert hat oder woran es da hing, ist mir auch nicht klar. Vielleicht hat er gehofft, dass er noch irgendwo in der zweiten Liga unterkommt. Kann natürlich alles sein, ja. Im Endeffekt, man weiß es nicht, aber es ist jetzt, man muss auch gucken, es gibt Spieler, die sind am Anfang stärker und lassen dann ein bisschen nach. Von daher will ich den jetzt auch nicht zu hoch jubeln. Aber, nee. Es ist schon eine sinnvolle Verstärkung. Und da, ich stelle mir halt immer die Frage, bei so Leuten war, okay, warum sind sie jetzt überhaupt noch zu haben? Und ich habe mir jetzt gerade mal gegoogelt, das ist halt auch lustig, bei Wikipedia steht da mit Bindestrich. Du wärst ein geil kritischer Tinder-User, glaube ich. Was? Ja, natürlich. Gut, bei Tinder ist, glaube ich, die, da hast du natürlich mehr fließende Übergänge auch. Aber bei ihm jetzt, ich habe gerade geguckt, bei Transfermarkt ist er ohne Bindestrich, bei Wikipedia mit Bindestrich. Der Kicker schreibt, glaube ich, auch mit. Mit Bindestrich, ja. Im Wiesbadener Kurier haben sie davon haben sie es explizit erwähnt, ohne Bindestrich. Also es ist noch ein Rätsel. Ich kannte ihn immer mit Bindestrich. Also er kam ja auch aus der Eintracht, aus der zweiten Mannschaft damals, als es die noch gab. Echt immer mit und auch auf dem Trikot mit und auf Autogrammkarten mit und alles. Und eigentlich ist es mir zum ersten Mal in der Pressemitteilung vom Verein bei der Verpflichtung jetzt aufgefallen, dass sie den konsequent ohne Bindestrich geschrieben haben. Auf der Anzeigetafel wiederum war er am Samstag mit Bindestrich. Das stimmt, ja. Könnte natürlich aber auch irgendwie damit zusammenhängen, dass ich glaube, dieser Rivero-Anteil in seinem Nachnamen ist, glaube ich, weil er halb Spanier ist. Und da ist das ja, glaube ich, so üblich, dass man einfach so da diesen Nachnamen irgendwie so aneinander reiht. Ja, weiß ich nicht. Das müssen wir wohl mal bei einem Vororttermin rausfinden. Wisst ihr, welchen Rekord Rivero hat? Der hat die schnellsten Platzverweise, ja. Oder was war das? Ja. 43 Sekunden nach seiner Einwechslung einen Platzverweis bekommen, 2011. Ja.
Ja. Aber wir mögen ja Leute mit Platzverweisrekorden. Wir mögen generell Leute mit Rekorden. Ja, mit Platzverweisrekorden. Nur mit Platzverweisrekorden? Ja. Wen hat man denn da noch? Ach komm. Gunnar. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Hilf mir mal. Lang und breit mit ihm drüber gesprochen. Unser Trainer. Ach so. Ja, genau. Richtig. Ach, das ist schon so lange her. Das war das Witzige. Das hatte tatsächlich Eschwege, oder ich glaube, es war nicht Eschwege selber, sondern deren Lokalzeitung da oben. Die hatten das zum Aufmacher gemacht, als in der Spielvorschau. Brutalo-Trainer kommt nach Nordhessen. Naja, nicht die Bild-Zeitung da oben, die hat das vielleicht so geschrieben. Brutalo-Trainer, ja. Finde ich super. Und wurde er jetzt inzwischen von Peter Neururer trainiert, oder? Mit den arbeitslosen Profis, oder? Ah, gute Frage. Heidenheim noch mittrainieren? Das sind alles Sachen, die müssen wir mal rausfinden. Da müssen wir, glaube ich, mal die Sonja zum Training schicken, dass sie da mal vor Ort. Eine Interviewanfrage. Hier, ich habe da ein paar spannende Fragen, die haben alle nichts mit Fußball zu tun, aber egal. Ist doch egal. Wer sich fit gehalten hat, hat doch was mit Fußball zu tun. Ja, gut. Genau. Und wenn du schon gerade da bist, haben wir noch eine wichtige Frage. Ja. Zu unserem Saltoman. Das wurde auch uns übrigens von der Sabine uns mit auf den Weg gegeben. Schönen Gruß. Sie möchte nämlich auch wissen, wie spricht man den Namen jetzt eigentlich richtig aus? Das ist auch was wir uns die ganze Zeit schon fragen. Also wir sprechen natürlich von Daniel Kofi. Ja, wir sagen Kire. Bei Telekom Sport sprachen sie schon öfter von Schire. Ich glaube, Hessenschau hat es, glaube ich, auch so übernommen. Ich habe auch schon Che gehört. Che? Ach, wie Che. Wir spielen mit Che und Gude. Da muss man schon wieder aufpassen, dass sie nicht, dass Hessen 3 Eich uns den nicht abkauft. Zu lieb, Emil. Und dann ist auch die Frage, welcher Vorname ist jetzt eigentlich sein Rufname? Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann sprach, glaube ich, Rehm so in der Pressekonferenz nur von Kofi, ne? Also nicht Daniel Kofi, ja, genau. Oder von Daniel, sondern von Kofi nur. Aber das sind alles Sachen, die müssen wir mal aus erster Hand erfahren. Ja. Ja, also wir wissen es wirklich selber nicht genau, wie es gesprochen wird. Haben uns da auch, glaube ich, schon ein paar Mal so am Rande drüber unterhalten. Machen es immer einfach gerade noch so, wie wir denken. Also mein Impuls ist immer, dass man erstmal alle Buchstaben ausspricht, die da stehen. Es sei denn, wir sprechen Französisch, da muss man sich irgendwas wurschteln, oder man spricht Dänisch, dann hört man eigentlich eh keinen Buchstaben einzeln raus. Wir kriegen's raus. Tatsächlich weiß ich es ja von einigen Sprachen so, wie man sie zumindest so im Groben ausspricht, aber das ist ja, glaube ich, jetzt ghanaische Herkunft, ne? Ich hab was Tolles. Und es ist dann auch die Frage, weil manche sprechen ihren Namen dann selber eingedeutscht aus und manche halt nicht. Ja. Also es gibt ja so bei WM oder ich weiß gar nicht, ob das auch in der Bundesliga ist, also so bei... Zur Aussprache Regeln? Bei den anderen vermisse ich es immer, ja, beziehungsweise das glaube ich, oder würde ich jetzt einfach mal tippen, dass die Kommentatoren so Clips kriegen, wie die Spieler selber ihren Namen aussprechen. Ja, und auch, ich habe da irgendwann mal einen Artikel gelesen, ich weiß nicht, war es in der Freunde vielleicht, ich glaube, dass die Stadionsprecher sich da auch austauschen untereinander, zumindest in der ersten Liga. Einer hatte das mal irgendwie gesammelt, ich weiß nicht, war das der von Hamburg damals oder weiß ich nicht, die haben das dann quasi so untereinander, tauschen die sich dann aus, dass die dann halt auch, also zumindest die sich drum bemühen, dann auch die gegnerischen Spieler dann richtig da aussprechen. Ist ja auch sinnvoll, also ich kenne das, kleiner Exkurs, ich kenne das vom Eurovision Song Contest. Da hat mir Peter Urban, also der deutsche Kommentator, mal erzählt, dass die tatsächlich so ein Meeting machen Anfang der Woche. Und da muss jeder einzelne Kommentator aus seinem Land muss dann aufstehen und muss sagen, so spricht sich unser Künstler aus und so spricht sich der Song aus. Und die anderen schreiben sich das dann alle fleißig auf und können das dann. Also sowas ist ja völlig sinnvoll für Leute, die es eben sprechen müssen und nicht nur schreiben. Ich kenne nur Lena. Das ist dann relativ einfach. Like a night. Okay. mit ihrem Fake-Cockney-Akzent oder was das da sein sollte. Ja, genau. Wie sagten Sie mal, ich weiß nicht, ob das auch Peter Urban war oder ob das irgendwer anders war, das deutsche Erfolgsrezept beim ESC sind immer junge Frauen ohne Nachnamen. So. Ja, okay. Aber hatte sie das damals noch, oder weiß ich, wie war das denn? Die hat auch dann irgendwann ist es auch dann wieder vor mit Nachnamen aufgetreten und nicht. Ach, ja, egal. Ja, aber beim ESC ist ja ohne und dann auch noch im Rückblick halt noch Nicole. Ja, das ist schon klar. Okay. Ja.
Was ich sagen aber Fußballspieler wollte. Brauchen Nachnamen. Ja. Da kann man nichts machen. Ja, wobei, bei diesen ganzen Südamerikanern ist das ja wieder, aber gut, okay. Ja, das sind ja Künstlernamen. Ja. Der Micha wollte noch was sagen. Marcel Titsch Rivero. Ja. In der Jugend bis 2002 bei der Spielvereinigung 03 Neu-Isenburg. Da ist schon die Geschichte, da ist sie schon. Da nicht ein Kreis schließen, wenn er im Hessen-Pokal-Viertelfinale. Nachdem er mit dem 1-0 gegen Eschwege ja überhaupt erst die Tür zum Viertelfinale aufgestoßen hatte. So. Fantastisch. So geile Lokaljournalisten, ehrlich. Solche Geschichten schreibt nur der hessische Fußball. Fantastisch. Ihr macht noch Augen, wenn Uwe und Kai Hesse den Hessen-Pokal nehmen. Das wäre bitter. In vielerlei Hinsicht. Ja. Gegen wen spielen die denn eigentlich? Wissen wir das gerade aus dem Stand? Hat jemand die Seite gerade offen? Warte mal. Fupa. Kopf weiß ich nicht. Nee, nicht Fupa. Fußball.de. Fußball.de. Das schauen wir nochmal schnell nach. Anzeigen. Was erzählen wir zwischendurch, Sonja? Ja, ich hab's schon. Hessen Dreieich, die spielen. Nächste Woche, Dienstag, in Ginsheim. Könnten wir fast mal hinfahren. Oh. Nee, kann ich nicht. Dienstag war irgendwas. Ah nee, da spielen wir gegen Groß Asbach an der zur gleichen Zeit. Deswegen kann ich nicht. Ja, fahren wir lieber mal nach Ginsheim. Genau. Ja. Okay, dann haben wir das. Ich glaube, Micha wollte uns eigentlich nur sanft wieder zum Thema zurückholen. Ja, hat auch recht. Noch ganz kurz zu weiteren Terminen. Es sind jetzt auch die Spieltage 11 bis 18 fest terminiert. Könnt ihr alles auf stehblock.de/Spielplan nachlesen. Gut, Sonja. diesmal weiß ich es. Ja. Ja, es gibt dreimal samstags, dreimal sonntags und zweimal montags Ansetzungen für den SV Wiesbaden. Montags einmal zu Hause gegen Jena und einmal auswärts in Karlsruhe. Buh. Ja, finde ich auch nicht optimal, aber das mit Karlsruhe, das ist noch so ein bisschen in der Diskussion, weil die haben sich extra gewünscht, ausgerechnet an dem Abend nicht montags spielen zu müssen, weil die da ihre Mitgliederversammlung haben. Und da sagt der DFB, ha, machen wir erst recht. Ja, das ist noch ein kleines Fragezeichen dran, ob da vielleicht doch noch das irgendwie verlegt werden kann auf Samstag oder Sonntag. Ehrlich, wir hatten da ein Fragezeichen dran gesetzt? Der KSC, also die haben wohl da nochmal nachgefragt, ob da nicht noch was geht. Viel Glück. Ja. Also das wird so bleiben, ja. Ja, gehe ich auch nicht davon aus, dass der DFB irgendwie sich auch mal darum kümmert, dass den Vereinen oder den Fans irgendwie auch in Kram passt. Ja. Aber gut. Ja, ich fand es sehr schade. Sagt er nur. Dann, sehr schade, dass das Spiel gegen was Jena montags ist, ne? Ja. Ja, da kann ich nämlich leider nicht. Ja, schade, ja. Aber Zwickau montags, das wäre super gewesen. Aber gut. Das schon das Thema. Ja. Ja, ich meine, so viel auch zu montags nur Spiele von Vereinen, die irgendwie nah beieinander sind. Ne? Also ich meine, ich glaube, bis Jena sind es 300 Kilometer von hier, ne? Ja. So ungefähr. Kann ich nur bestätigen. Ja. Ich hab mir mal die Drittliga-Landkarte angeguckt und das ist halt die einzige Mannschaft, wo es wirklich ein Problem ist, ist Rostock. Okay, die haben halt keinen in der Nähe. Drumherum gar nichts mehr. Das nächste ist, glaube ich, Braunschweig tatsächlich noch. Hm. Aber das war es dann auch. Deshalb muss Osnabrück jetzt auch da in den Apfel beißen und nach Rostock einmal. Ah, okay. Aber ich habe gerade nachgeguckt. Grundsätzlich ist so Namensführung und Gebrauch in Spanien. Ein spanischer Personenname, bla bla, im Regelfall zwei Nachnamen. Der zweiteilige Nachname setzt sich aus dem Vatersnamen und dem Muttersnamen zusammen. Beide Namen werden ohne Bindestrich zusammengefügt. Genau. Im standesamtlichen und gelegentlich im sehr formellen Gebrauch auch mit der Konjunktion verbunden, was eigentlich ein Adelsprädikat ist. Oh. Ist jetzt die Frage, wie förmlich wen nennen wollen, aber ich würde das sagen, wird der geil. Ich nehme mich mit zu dem Interview, dann sagst du hier, sie dürfen es aber nicht mit Bindestrich schreiben, weil hier die Wikipedia sagt. Nein, Wikipedia schreibt ihn ja mit Bindestrich. Ach so, woraus liest du gerade vor? Ja, du, das war der Wikipedia-Artikel zu Namensführung in Spanien. Okay. Siehst du? Aber
ich würde mal sagen, der Verein macht das alles richtig. Und alle anderen haben es immer falsch gemacht vorher. Naja, gut. Natürlich, alle anderen Vereine haben es auch falsch gemacht. Also Neu-Isenburg wird hier auch mit Bindestrich geschrieben. Wobei das doch eine Fusion aus den Ortsteilen Neu und Isenburg war. Ach du liebe Scheiße. Okay. Also. Okay, zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Genau, bei Stichwort Neu-Isenburg oder Hessen-Kassel, also jedenfalls unser Viertelfinale, das wird wahrscheinlich Mitte Oktober stattfinden und wahrscheinlich auch wieder ein Wochentag, würde ich mal vermuten. Also es gibt da zwar noch eine gute Gelegenheit, ich glaube da so dieses Wochenende, so 12., 13., 14. Oktober rum, so in der Ecke, da ist nochmal Länderspielpause. Aber das war es ja letztes Mal auch. Und da hat's, da haben wir auch nicht an dem Samstag oder an dem Sonntag dann unser Achtelfinale gespielt. Naja, dadurch, dass die Länderspielpause ja nur bis zur dritten Liga gilt. Halt. Ja, aber es, wie wir auch per Blog-Kommentar darauf aufmerksam gemacht wurden oder nochmal darauf hingewiesen, es gibt da eigentlich die Regel, dass die Verbandspokalspiele vorgehen. Also wenn jetzt da der, weiß nicht, wenn man sich darauf einigen würde oder wenn der Verband sagen würde, von wegen, ihr spielt jetzt an diesem Samstag, dann hat das Vorrang vor einem Verbandsligaspiel. Aber möglicherweise hat man sich auch einfach da irgendwie zusammengesetzt und alle fanden das irgendwie super dufte, da an dem Dienstagabend zu spielen. Und es ist ja egal, ob jetzt da halt aus Wiesbaden halt dann statt 50 dann halt nur 10 mitkommen oder was weiß ich was. Das da haben wir wahrscheinlich nicht, das ist dann völlig egal, was da jetzt unsere Auswärtsfenster dazu sagen. Ja, hoffen wir einfach mal, dass es Neu-Isenburg wird, dann könnten wir es halt auch unter der Woche gut machen. Genau. Okay, und dann das Pokal, also DFB-Pokalspiel gegen den HSV ist auch mittlerweile fest terminiert worden. Das wird am Dienstag, den 30. Oktober um 20.45 Uhr angepfiffen. Ja. Immerhin, Hamburg hat am nächsten Tag Feiertag, die haben Reformationstag. Falls die dann noch eine lange Heimfahrt haben, können sie wenigstens am nächsten Tag ausschlafen. Ja, die Heimfahrt verändert sich ja nicht. Nee, aber... Wenn sie nicht hier aus der Ecke kommen, meinst du? Ja, also wird sicherlich auch Fans aus Hamburg mitkommen. Genau, das ist eigentlich ganz cool. Wenn sie hier aus der Ecke kommen, haben sie es nicht so weit, können sie arbeiten und wenn sie halt von oben kommen, dann... Ja. Das ist eine Win-Win-Win-Situation. Perfekt. Okay, dann, was haben wir noch an News? Also Marcel Titsch-Rivero haben wir jetzt besprochen. Moritz Kuhn hat seinen Vertrag verlängert, vorzeitig bis 2021. Wie finden wir das? Seine Haare. Seine Haare hat er auch verlängert, ja. Er trägt jetzt auch so einen neckischen, wie nennt sich das noch, Sonja? Man-Bun. Bun. Bei Bun, da denke ich ja eher an so ein Brötchen, oder? Ja, so sieht es ja auch meistens aus. Wenn man so zusammen okay. Friemelt. Ich weiß auch nicht, ob das, ob der Ausdruck jetzt vor allem sagt, das ist ein Mann mit Zopf oder ob dieser Ausdruck bedeutet, das ist ein besonders hässlicher Zopf. Okay. Wenn es ein besonders hässlicher Zopf ist, dann kann ich das mit meinen Haaren gerade auch. Sonja trägt Man-Bun, okay. Ja. Gut. Ja, aber die Vertragsverlängerung begrüßen wir außerordentlich. Hat man ja schon letztes Jahr auch schon oft gesagt, super Einkauf, hat sich ja da auch als unumstrittener Stammspieler da als Rechtsverteidiger etabliert. Eine Menge Vorlagen und jetzt diese Saison auch sein erstes Tor für uns. Das ist alles wunderbar. Und da freue ich mich drauf, dass er länger bleibt. Ja. Ja, wer bis jetzt häufig nicht lange geblieben ist, um damit mal zum nächsten Thema überzuleiten, sind Jugendspiele, die mal bei uns im Profikader gelandet sind, dann aber da häufig auffallend schnell irgendwie die Lust oder die Perspektive verloren haben. Zuletzt hatten wir das ja mit Stefan Lorenz, der irgendwie aus persönlichen Gründen seinen Vertrag aufgelöst hat. Im Sommer ist Michael Akoto gegangen. Wen hat man denn so vorher? Ja, wie hat man diese Geschichte mit Jan Bangert? Und ansonsten sind nicht so viele Jugendspieler in den letzten Jahren so tatsächlich bis in den Profikader reingekommen, ne? Habt ihr noch jemand gerade? Wie hieß dieser kleine Stürmer? Ein kleiner Stürmer?
Ja, oder offensiv, Mann. Ich meine, wir hatten da auch nochmal einen. Aber ja, also im Endeffekt, allein die Tatsache, dass wir jetzt nicht mehr auf die Namen kommen. Also ich glaube, der Letzte, der tatsächlich dann auch eine Weile regelmäßig gespielt hat oder sogar Stammspieler war, war, glaube ich, Daniel Döringer. Oh, das ist wirklich schon ein bisschen her. Ja, das ist schon ein paar Jahre her, ja. Also entweder ist unsere Jugendarbeit doch nicht so gut oder es ist dann doch der Sprung so hoch oder ich würde mal sagen, dass mittlerweile bei uns im Verein, wir spielen, klar, und momentan sind wir gerade eher im Tabellenkeller, aber seit Rehm da ist, spielen wir ja schon ein gehobenes Niveau und eher im oberen Drittel. Und da hast du es natürlich schon schwer, dich da durchzusetzen. Aber klar, es wäre natürlich trotzdem schön, wenn du da mal jemand hast, der sich dann da im Kader hält und dann über Kurzeinsätze da weiterkommt. Aber auch ein Marinovic spielt ja momentan keine Rolle mehr. Martinovic, das stimmt, ja. Und der, klar, der hatte auch eine schwere Verletzung, aber der kam ja von Bayern jetzt auch. Ja, aus Leipzig war er zuletzt. Gut, aber war er nicht auch in München? Ursprünglich, ja, also in der Jugend. Ja, genau, die Leipziger waren ja auch sehr aggressiv, was dann das Abwerben angeht, das ist ja generell, wird es ja immer alles früher und immer mehr und ein bisschen aussieben und ein paar bleiben. Ja, und ich glaube, wenn du dann wirklich ein richtig guter bist, der das Zeug hat, dann landest du bei einem der größeren Vereine. Und wenn du bei uns bist, dann ist es halt wahrscheinlich einfach so, dass du dann halt eher in der Oberliga oder Regionalliga landest. Und die richtig guten, die kannst du wahrscheinlich gar nicht behalten. Ja, die sind halt schon vorher weg und landen dann halt bei, was ich, bei der Eintracht, ja, genau. bei Mainz, ja, genau. bei Stuttgart, was weiß ich, ja. Leipzig, Bayern. Die grasen da alles ab und von daher, ich glaube, das ist gar nicht so überraschend und klar, wenn du dann U17 und U19 mit beiden in der Bundesliga spielen solltest, dann und das halt nicht nur ein Jahr, dann könnte es natürlich auch sein, dass du da aufgrund von Spielern, die dann eben auch, die da ja, haben wir ja auch schon thematisiert, die da Interesse dann haben und hier auch herkommen und Fahrzeiten auf sich nehmen und so weiter, dass die dann auch, dass da mal eher mal jemand dabei ist für die erste Mannschaft, aber wenn die eben dann mal ein Jahr da waren und dann weiterziehen, haben die ja auch kein Verhältnis in dem Sinne zu dem Verein aufgebaut, dass sie sagen, okay, ich beiß mich dann hier auch mal durch oder so. Jetzt vielleicht so als Außenstehende. Ja. Möglichkeit, so. Ja, passend dazu gab es vor kurzem mal eine Meldung tatsächlich auf der Homepage vom Wien Wiesbaden. Das SVWW-Förderteam nimmt Training auf. Beziehungsweise startet wieder durch, steht hier. Also das gab es offensichtlich schon mal. Das ist wohl irgendwie halt eine Auswahl aus U19, U17 und U16 Spielern. Die dann ja, keine Ahnung, mal mit den Profitrainern irgendwie dann eine Einheit machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt regelmäßig passiert. Das geht aus dem Text nicht so ganz hervor. Mit dem Förderteam wollen wir die Entwicklung unserer Talente weiter vorantreiben. Die Spieler sollen Erfahrung auf höchstmöglichem Niveau sammeln und können sich dabei für höhere Aufgaben empfehlen. So wird der NLZ-Leiter Armin Alexander zitiert. Ja. Kann allerdings auch einfach nur heißen, dass dann halt, keine Ahnung, vielleicht einer aus der U16 vorzeitig in die U17 geht oder aus der U17 in die U19. Ob da wirklich viel für die erste Mannschaft abfällt, weiß ich nicht. Immerhin gucken mal Hock und Rehm auch dabei zu. Ja, zumindest haben wir ja ein ganz gutes Scouting und haben uns ja Kiri und Guda geangelt. Ja. Wir haben ja Regionalliga gespielt und ich glaube, das ist halt einfach der Weg, dass du dann dass er erstmal, also die richtig guten, klar, die können dann auch direkt in die dritte Liga gehen, aber dass du halt erstmal dann auch Regionalliga oder so spielst und wenn du dann beweist, dass du dann eben, ich glaube, das ist realistischer einfach, wenn du bei uns aus der Jugend kommst. Hätte man vielleicht doch am Ende die zweite Mannschaft behalten sollen, ne? Das ist die alte Diskussion. Die kam ja auch bei anderen Vereinen auch wieder auf, ne? In Frankfurt war das auch mal wieder Thema, ne? Die haben es ähnlich gemacht, die sind ja auch sofort raus mit ihrer zweiten Mannschaft. Ich glaube, Frankfurt waren so mit die Ersten, die das gemacht haben, ne? Ja.
Also ich hab beide zweite Mannschaften noch gegeneinander spielen sehen vor ein paar Jahren. Ja. Aber die waren beide sehr schnell dabei, die aufzulösen, sobald es ging. Ja, in Wien war es, glaube ich, im zweiten Jahr dann. Ja. Ist irgendwie immer so die Frage, was machst du mit den Spielern dann so? Leihst du die aus oder hast du dann halt eine zweite Mannschaft? Ich weiß nicht, es kommt dann auch, glaube ich, immer drauf an, wie es der Verein handelt. Und auch jetzt diese Diskussion finde ich so schwierig, weil wir zu weit weg sind einfach. Mhm. Also alles, was wir können, ist halt beobachten, da kommt keiner wirklich durch. Die Leute, die nah dran sind, die vielleicht auch schon einen Profivertrag haben, dann mir ist jetzt gerade noch Paul Lutterböse eingefallen, wenn der euch noch was sagt. Ja. Der vor ein paar Jahren mal, glaube ich, in einem Wintertrainingslager mit dabei war und schon einen Profivertrag dann auch hatte, glaube ich, so für war die Saison danach oder so. Stürmer war der, glaube ich, nicht. Der war Mittelfeldspieler, aber der war klein. Aha. Ja, und das ist auch das, was ich dann gehört hatte. Der hat noch mitgespielt in diesem Aufstiegsspiel zur Bundesliga. Zur A-Junioren-Liga, ja, genau. Und danach dann aber dann, weiß nicht, der Vertrag, wenn der bestand, halt doch wieder aufgelöst, weil, so habe ich das gehört, er sich irgendwie körperlich nicht weiterentwickelt hatte. Und das war auch sehr auffällig, der war halt schon in dieser, also ich habe den jetzt nur in diesem Aufstiegsspiel gesehen, der war allen anderen körperlich so sehr unterlegen, dass man dachte, okay, wie sollte der sich körperlich in der dritten Liga durchsetzen? Da war der Grund jetzt relativ klar, warum man halt vorher gedacht hat, okay, das wird vielleicht doch was, weiß ich nicht, weil er technisch, glaube ich, ganz gut war. Aber weißt du, mit der Herangehensweise, dann könnten wir wahrscheinlich in der Jugend auch einen Xavi und einen Iniesta haben, die würden auch nie durchkommen. Ja, also wobei ich glaube, ganz so schmächtig waren die zu keinem Zeitpunkt. Oh ja. Paul Lutterböse spielt jetzt Verbandsliga in Mombach. Ja, guck an. Ja, stimmt, das habe ich sogar mal irgendwann gelesen, ja. Ja, aber das war ja auch so ein Beispiel, wo du dachtest, guck mal, da haben wir jetzt mal wieder einen und dann aber wirklich dann am Ende gar nicht in der ersten Mannschaft aufgetaucht, was wir schon öfter beobachtet haben. Und auffällig ist es auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Ja. Gut, viel mehr habe ich da jetzt auch nicht beizutragen. Ich wollte es nur mal so thematisiert haben, dass wir halt irgendwie da, weiß nicht, seit Jahren eigentlich keinen haben, der sich tatsächlich bis in die erste Mannschaft oder bis in den Kader der ersten Mannschaft mal dauerhaft spielen konnte. Ja, aber so richtig eingeplant habe ich das Gefühl, wird da auch keiner, ne? Also man besetzt ja auch, man muss ja in der dritten Liga da eine gewisse Anzahl von U23-Spielern haben, die man sich dann immer irgendwoher einkauft, ne? Also ist ja jetzt auch nicht so wie bei anderen Vereinen, wo dann so mehr oder weniger notgedrungen dann nochmal der ein oder andere Jugendspieler irgendwie mit dabei ist, häufiger mit dabei und sich dann irgendwie reinspielen kann. Das gibt's ja bei uns praktisch auch nicht. Ja, ich meine, dann fragst du dich halt auch, wofür betreibst du dann halt doch einen relativ großen Aufwand mit dem ganzen Nachwuchsleistungszentrum, ne? Oder ist es vielleicht so angelegt, dass es erst in ein paar Jahren richtig Früchte trägt? Ich weiß. Ja gut, ich meine, das machen die jetzt auch nicht erst seit 2 Jahren, das ist schon, aber gut, wir gucken es mal. Ich meine, immerhin tatsächlich im Nachwuchsbereich, wir hatten ja jetzt dieses wieder ein Jahr A-Junioren-Bundesliga und die B-Junioren spielen gerade in der Bundesliga, also das ist, vielleicht dauert es halt einfach noch, bis da 1, 2, 3 Jahrgänge einfach durchgelaufen sind, einmal komplett. Und dann musst du natürlich auch noch Glück haben, dass du gerade halt einen guten Jahrgang erwischt, wo du dann vielleicht ein oder mal vielleicht sogar 2 hast, die vielleicht profitauglich dann sind. Aber gut. Ja. Ja, bei dem Stichwort werfen wir mal ganz kurz einen Blick, wie es da so steht bei den oberen Junioren. Die U19, wie gesagt, spielt jetzt wieder A-Junioren Hessenliga. Liegt da eigentlich ganz gut. Die haben jetzt nach 5 Spielen haben die 10 Punkte. Und sind auf Platz 3. Ich glaube, die ersten beiden haben schon ein Spiel mehr. Die liegen da also eigentlich ganz gut mit dabei. Vielleicht im Idealfall kann man da wieder den direkten Wiederaufstieg in Angriff nehmen. Gucken wir mal, wie es da weitergeht. Die haben jetzt zuletzt am Samstag in Fulda gewonnen. Dann die U17. Wie gesagt, die spielt in der B-Junioren-Bundesliga. Die haben jetzt am Samstag zum ersten Mal gewonnen. Bei den Stuttgarter Kickers. Die haben jetzt nach 6 Spielen 4 Punkte, also vorher nur ein Unentschieden, jetzt den ersten Sieg. Liegen damit auf Platz 10. Das ist auch eine 14er Liga. Und die U16, das ist also sozusagen der jüngere B-Junioren-Jahrgang, die spielen in der Hessenliga und haben dann nach 6 Spielen 7 Punkte. Liegen damit auf Platz 6. Die haben jetzt am Sonntag in Gießen verloren. Ja. Das ist mal so da der aktuelle Stand,
im Nachwuchsbereich so aussieht. Weil ich auch, ich habe mir das auch mal angeguckt mit der U17. Da gibt es ja schon so Teams, die, klar ist jetzt auch noch am Anfang der Saison, aber hast du schon so Teams, die dann da, ich glaube wie Mainz und so, die da einfach vorne weg, also die einfach deutlich höheren Punkteschnitt haben. Und wir haben wirklich, ich glaube, von den ersten 5 Teams haben sie schon gegen 4 gespielt. Und also die Möglichkeit, da zu punkten eben in den direkten Begegnungen, wie jetzt eben Stuttgarter Kickers und so, die sind noch da und ich hoffe, dass das dann eben jetzt auch mit einem Pünktchen mehr ist wie bei der U19 dann. Ja. Ja. Genau. Und wo wir gerade bei Jugendlichen sind, der SVWW war letzte Woche die Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Meppen, die fand in der Gutenberg-Schule statt. Du hast das, glaube ich, sogar auf YouTube gesehen, oder, Sonja? Ich habe mir die angeguckt, ja. Die war ziemlich lang. Die war, glaube ich, eine Dreiviertelstunde fast lang. Ja, die werden sich wahrscheinlich so wie wir ordentlich vorbereitet haben und ein paar interessante Fragen mitgebracht haben. Genau. Ja. Jetzt lese ich da noch, dass die Schule engagiert sich da auch in einer europäischen Jugendinitiative, die nennt sich Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Das ist ja prinzipiell schon mal begrüßenswert. Diskriminierung finden wir nicht gut. Und da stellt man sich auch hier als SVWW dahinter, was ich auch gut finde, weil die sich ja sonst auch sehr zurückhalten mit, ich sag mal, ein bisschen politischeren Aussagen, wobei das ja eigentlich nicht wirklich politisch ist, das ist ja einfach, also ich würde sagen, gesunder Menschenverstand, aber tatsächlich positioniert man sich da wenigstens so ein kleines bisschen und das finde ich ja schon mal gut. Ja. So war das auch innerhalb der Pressekonferenz, kann man noch dazu sagen. Ja, wurde auch mal so ein bisschen da noch drauf eingegangen. Ja, also die Schüler haben natürlich das auch teilweise gefragt, das waren die ganzen Fragen, die dann Christian Hock abbekommen hat. Mhm. Und aber, also gut, die Spieler dann auch so, ja, haben wir in der Mannschaft noch nicht erlebt, so generell und so, halt, das war dann nicht so ganz ergiebig. Hock hat Grindel so ein bisschen verteidigt, das fand ich dann wieder eher nicht so doll, aber das war jetzt auch keine skandalöse Aussage. Mhm. Und ich glaube, abmoderiert hat es Daniel Mucher dann mit Wir sind mehr, also da nochmal den Hinweis darauf. Okay. Das hat schon ganz gut gepasst da. So ein guter Rahmen. Und es ist ja auch immer ganz niedlich, weil die Schüler dann ja auch Sachen fragen, die so ein normaler Journalist vielleicht auch fragen würde, aber nicht auf diese Art. Ja, machst du ein Beispiel? Recht erfrischend. Zum Beispiel, Herr Rehm, haben Sie Angst um Ihren Job? Einfach mal ganz frisch raus, jawohl. Genau. Ja, dann haben irgendwie so viele Schüler haben dann so angefangen so mit so einem gewissenhaften Einstieg und dann sagten ganz viele so nacheinander so, ja, wir haben jetzt erst 4 Punkte aus 6 Spielen geholt. Ja. Woraufhin dann auch so mehrfach, glaube ich, auch von Mucha und auch von Rehm so die Hinweise kamen so, ja, vielleicht sagt ihr uns jetzt mal eure Deutschnote und ja, es ist wie bei euch, die erste Arbeit mal ein bisschen verhauen, aber die Saison ist noch lang und ihr habt auch noch ein langes Schuljahr und so. Okay. Also war ich alles ganz nett. Bisschen Pech mit der Lehrerin gehabt. genau. Die mag mich halt nicht. So. Ja. Und dann hat der Hund die Hausaufgaben gefressen, na, sowas. Ja, genau. Gut. Dann habe ich hier noch das Stichwort WhatsApp-Newsletter von Liga 3 Online. Micha, möchtest du uns aufklären, was es damit auf sich hat? Ja, den gibt es jetzt schon eine Weile. Ich habe den auch abonniert. Also Liga 3 Online ist ja das Portal, wo man relativ viele Neuigkeiten zur dritten Liga eben sich holen kann, sei es über deren Homepage oder eben, wenn man die irgendwo auf den sozialen Medien abonniert hat. Und das Checken, ob es da was Neues gibt oder wie auch immer, spare ich mir halt, wenn ich diesen Newsletter abonniere, dann hauen die halt täglich, gibt es halt mehrere WhatsApp-Nachrichten, wenn man sich da anmeldet. Also es am besten einfach mal in die Suchmaschine eures Vertrauens eingeben und dann kann man sich da relativ einfach anmelden. Und dann kriegt man eben, wie gesagt, Nachrichten, was so passiert rund um die dritte Liga.
und auch was Felix Schiller so macht. Geil, ich hätte gerne Felix Schiller WhatsApp-Newsletter, den würde ich abonnieren. Ja, vielleicht gibt es den auch bald. Und noch den Löhmannsröben WhatsApp-Newsletter. Kannst du, wie weit er da beim Chips zählen ist, oder? Genau. Ja. Danke. Jeden Tag so 1123. Ich suche das gerade auf der Webseite, also hier liga3-online.de ist die Seite, aber ich sehe nicht den Link, wo man da also, sich für diesen Newsletter. Und also wenn du Liga 3 online und WhatsApp eingibst, dann müsstest du direkt zu www.liga3-online.de/whatsapp-service kommen. Okay. Oder ist es Backslash? Ich weiß es nicht. Aber der Backslash wäre die andere Richtung. Aber warum ist das nicht auf der Webseite zu finden? Oder wieso sehe ich das denn nicht? Ich tippe es mal eben ein. WhatsApp-Service, hast du gesagt? Vielleicht ist es unter Fankurve. Da habe ich auch gerade geschaut. Nee. Ist nicht gesehen. Aber wir packen einfach bei den. Niemals erste Liga-Truppe live beim Googlen zu. Nee, ich gar nicht googeln. Ich habe es direkt eingetippt. Ich habe hier diesen. Aber es gibt ihn. Es gibt ihn. Möglicherweise ist auch mein Adblocker dran schuld, dass ich das vielleicht nicht sehe, weil ich sehe jetzt auch hier von dieser Seite nur die Hälfte. Das werde ich gleich nochmal ohne probieren. Aber ich werde auf jeden Fall diesen Link in die Shownotes packen. Das heißt, ihr braucht nicht googeln. Ihr könnt in die Shownotes gucken und einfach direkt draufklicken. Liebe Hörer. Genau. Genau. Dann, damit sind wir dann eigentlich auch schon beim Bunden angekommen. Da gibt es noch eine zweite Seite, die sich schwerpunktmäßig oder ausschließlich mit der dritten Liga beschäftigt. Die ist aber, glaube ich, nicht ganz so konsequent befüllt. Es nennt sich liga-3.de. Die haben dann dafür aber auch mal so Themen wie die FIFA 19 Ratings der Teams. Falls jemand von euch FIFA 19 spielen möchte. Ich glaube, ist das schon draußen? Bis jetzt kommt nur eine Demo, ne? Habe ich gelesen. Es kommt Ende des Monats. Ja. Sag mal, Sonja, du hattest dir doch letztes Jahr FIFA 18 gekauft. Das war ja das erste Mal, dass die Drittligisten da mit dabei waren. Ja. Hast du es denn auch öfter mal gespielt? Ja. Ja. Mache ich sogar noch ziemlich häufig. Also, okay. Hast du den SVW schon bis in die Champions League gebracht? Genau, wir haben die schon gewonnen. Ah, sehr gut. Also ich spiele das immer ganz gerne so wenn ich Musik zum ersten Mal Test höre. Test hören von Musik, okay. Ja, genau. Und dann spiele ich immer gerne nebenbei FIFA. Ah. Und dann kannst du dich noch konzentrieren, achso, das ist nur Test hören. Also dann das intensive zweite Hören, wenn du deine Kritiken schreibst, das ist dann ohne FIFA. Richtig, das ist eigentlich erstmal so das Aussieben, was bleibt irgendwie mir so ein bisschen hängen, wenn ich noch nebenbei was anderes mache. Also was sticht schon mal so ein bisschen raus, aha, welche Richtung auch immer. Das ist so das Erste. Und dabei kann ich immer ganz gut FIFA spielen. Okay. Ja, jedenfalls jetzt kommt wie üblich, das kommt ja glaube ich jedes Jahr, ne, gibt es ja eine immer jeweils aktualisierte, verbesserte Auflage von dem Ding. Und da gibt es offensichtlich Ratings. Alle Spieler haben da irgendwie einen Wert. Ich nehme mal an, das Beste, sie dürften dann, weiß nicht, was ist das Beste? Ist das dann 100 oder irgendwas? Sowas wie Messi oder Ronaldo, haben die da sowas? Oder paar 90 wahrscheinlich? Genau, also 100 wäre, glaube ich, die komplette Gesamtpunktzahl, aber auf die kommt dann niemand. Ich weiß gar nicht, was Messi oder Ronaldo so haben. Also ich habe mir jetzt Mbappé gekauft, der hat so 94. Okay. Auf seine alten Tage noch, die er bei mir, so weit bin ich schon mit den Saisons. Naja. Ja, jedenfalls hier so Drittligaspieler, die bewegen sich dann so im Bereich irgendwie so 60 bis 70 Punkten. Oder ja, was sind das? Gibt es da eine andere Einheit? Nee, Punkte wahrscheinlich, ne? Oder wie auch immer das sich nennt. Und das hat hier liga3.de mal schön aufgelistet, wer so in den jeweiligen Kategorien so die besten Spieler sind. Leider ist die Sortierung im Eimer, weil der nach dem Namen sortiert wird und nicht nach den Punkten. Aber wenn man mal so drüber guckt, ist so bei den Torhütern, wenn ich das so richtig sehe, das Beste eine 69, unter anderem erreicht von Markus Kolke. Und bei beste Abwehrspieler, lass mich gerade mal so drüber scrollen, da gibt's ein paar mit 70, 71, aber Sascha Mockenhaupt liegt auch da mit 69 Punkten schon ganz gut.
Bester Mittelfeldspieler, da gibt es auch welche mit 70, 71 hier sogar. Und auch da haben wir einen 69er mit Stefan Andrist und bei den besten Angreifern. Oh, da gibt es einen mit 72 hier bei Braunschweig, Christopher Niemann. Aber da haben wir dann auch mit Manuel Schäffler mit 70 auch einen Spitzenmann. Und tatsächlich von dem Durchschnittswert, wahrscheinlich dann über den ganzen Kader, hat der SVW mit 64 Punkten da den höchsten Schnitt aller Drittligisten. Also man sieht uns im Hause Electronic Arts offensichtlich als Spitzenteam an. Da kann jetzt jeder mit anfangen, was er will. Zumindest was die Anzahl der Einzelspiele angeht, ja. Ja, richtig, genau. Das ist dann so die Summe oder der Durchschnitt der Einzelspiele. Da fragt sich natürlich dann immer noch, kannst du aus guten Einzelspielern auch eine gute Mannschaft machen? Ne? Das ist ja so das alte Ding. Frage, was der Trainer für ein Rating hat, ja. Oh, hat er auch eins? Die sind ja gar nicht aufgeführt. Weiß ich nicht. Nee, aber es ist auch in diesem Saisonmodus, den man denn da spielt, denkt man sich selber einen Trainernamen aus. Und die Spitzenteams haben dann teilweise ihre Trainer und sehen auch so aus. Also du verhandelst dann da teilweise mit Jürgen Klopp, wenn du dir halt irgendwie einen Spieler von Liverpool holen willst. Und das ist so goldig, weil ich bin jetzt irgendwie schon 10 Jahre weiter, als es aktuell ist und sitze dann immer noch mit Ancelotti beim Verhandeln. Das ist also, süß. Okay. Ja, aber wenn wir jetzt noch Tich Rivero haben, dann da geht es aber richtig rund. Oh ja, stimmt. Der hat ja auch einen Marktwert von 57.000 Euro. Ja. Gleich weiterverkaufen. Genau. Ja. Dann bei unserer Saisonwette gibt es noch nichts Neues, ne? Blacher hat jetzt, oder hat er getroffen? Am Wochenende? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Muss ich jetzt etwa nachgucken. Ich glaube, das hätte ich mitbekommen. Osnabrück, nee, die haben kein Tor geschossen, die haben 0-1 gegen Karlsruhe verloren. Und Münster hat 4-1 in Aalen verloren. Wer hat da das Tor bei denen geschossen? Dadaschow. Ha, das ist auch der Bruder von dem Renat Dadaschow, der mal hier auch aus der Wiener Jugend kam und dann bei Eintracht und Leipzig und so weiter unterwegs war. Freund unserer Sendung. Ja, quasi, ja. Und der Bruder, der ist ja auch hier. Also die sind ja, die Familie ist ja irgendwo hier aus der Gegend. Aber der hat, glaube ich, nicht bei Wien gespielt. Der war, glaube ich, schon vorher weg, ne? Naja, wie auch immer. Jedenfalls hat, was ich eigentlich nachgucken wollte, Philipp Müller nicht getroffen. Der hat, glaube ich, noch nicht mal gespielt, wenn ich das richtig sehe. Nee. War noch nicht mal auf der Bank. Was ist denn da los? Ja, Justin Bieber Konzert in der Stadt. Ist er immer verletzt, ja. Schlecht. Genau. Da gibt es also nichts Neues. Die Saisonspende läuft. Da liegen wir aktuell hier bei 39 Euro. Ja. Dann haben wir eigentlich nur noch zum Schluss die Hassrubrik. Wer möchte denn was hassen? Ich bin total ruhig und piesig. Ihr könnt die haben. Sonja, was ist denn da los? Das Ende der Hassrubrik. Ja, da gehen wir jetzt einfach direkt in die Werbung. Nein. Also was natürlich schon nervig war, das war wirklich wieder, das ist ja, es gibt ja jetzt, läuft ja aktuell der Kartenvorverkauf fürs Pokalspiel gegen Hamburg, wo man mal davon ausgehen, dass das Stadion ausverkauft sein wird. Mhm. Und dann hat es der Verein wirklich mal wieder geschafft, also unser Verein, zu sagen, okay, es gibt da eine zweiwöchige Phase, wo Dauerkarteninhaber, Fanclubs und Sponsoren ihre Tickets eben sichern können. Mitglieder nicht zu vergessen. Vereinsmitglieder, ja. Mhm. Und da schafft es der Verein halt nicht mal, da eine Mail rauszuhauen. Zumindest jetzt nicht an mich als Dauerkartenbesitzer. Ich weiß nicht, ob die Sponsoren eine Mail bekommen haben oder die Vereinsmitglieder oder sonstige Dauerkarten, aber Besitzer, es wurde ja auch auf Facebook, kam ja auch die Frage, was ist dann jetzt eigentlich? Weil es war vorher ja auch so, dass man zum Beispiel gegen Schalke konnte man ja 6 Karten ordern. Das haben sie jetzt reduziert auf 4 wohl, was ich so gehört habe. Und ich finde es halt einfach
sau unprofessionell, dass man da nicht mal die Leute anschreibt, die dann eben ja dafür sorgen können, dass das Stadion möglichst rot-schwarz und eben nicht voll mit Rauten ist. Und ja, also das ist halt das eine. Und das andere ist eben auch, dass dann, also es wird halt viel zu wenig kommuniziert. Klar, wurde gesagt, dass jetzt dieser Vorverkauf läuft und so. Aber das, ja, das müsste irgendwie meiner Meinung nach noch stärker in den Fokus gerückt werden. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es aussieht, wie viele Karten da schon geordert wurden und ob die da jetzt wieder alle heillos überfordert sind, weil die halt mehr Tickets mal verkaufen müssen. Ich weiß es nicht, aber das ist einfach, ja, das ist halt genau der Grund, warum dann manche eben nicht hingehen. Ja, weil sie dann, ich muss jetzt nicht hinten rumgehoben werden, aber so ein bisschen professionelle Außendarstellung und ja, einfach die Fans anschreiben, hier haben sie auch vorher auch gemacht. Weiß nicht, ob es jetzt nicht geht. Ja, also ich war letzte Woche auf der Geschäftsstelle und habe meine Pokalkarten gekauft. Und da habe ich dann auch nochmal das angesprochen. Und da hieß es dann, dass das halt über dieses Reservix, also dieses Ticketing-System halt geht. Und da schreiben sie dann halt auch dann die Leute wohl an, weil da halt irgendwie entsprechend da die Kontaktdaten hinterlegt sind. Also zumindest für die Dauerkarten. Und wenn man sich da wohl mal irgendwie von dem Newsletter abgemeldet hat, dann kriegt man halt eben keine Mails mehr. Oder wenn man da halt irgendwie da diesem Nachrichtenversand widersprochen hat. So, also bei mir zum Beispiel war es halt bis vor kurzem noch so, dass ich regelmäßig Mails zweimal bekommen habe. Scheinbar einmal direkt und einmal eben über dieses Reservix-Ding. Weswegen ich das dann halt mal irgendwann auch abbestellt habe, weil mich das halt genervt hat, dass dieselbe Mail dann halt immer zweimal kommt. Und jetzt gab es das dann halt gar nicht mehr. Das war denen aber irgendwie scheinbar nicht klar. Und das andere dürften sie irgendwie, keine Ahnung, wegen Datenschutz oder sonst irgendwas, dürfen sie wohl, glauben sie, keine Mail schicken zu dürfen, wenn man da halt sich aus diesem Ding abgemeldet hat. Also es ist irgendwie ein bisschen eigenartige Situation da. Finde es auch sehr unbefriedigend. Und da guckst du dann halt auf die Webseite, da siehst du die Meldung, die du schon mal gesehen hast, so von wegen, ja, der freie Kartenvorverkauf startet am 24. September oder sowas. Und irgendwann merkst du, okay, jetzt haben sie die Meldung nochmal verändert. Unten drunter steht jetzt, wann der bevorzugte Kartenvorverkauf losgegangen ist. Da war er nämlich schon 2 Tage am Laufen. Also das ist dann auch ein bisschen blöd, dass dann halt so auf der Webseite ist dann auch noch gar nicht klar ersichtlich, dass das jetzt was Neues gibt zu diesem Thema, sondern dass einfach die alte Meldung dann nochmal aufgebrüht wird. Ja, also es ist nicht ideal. Und warum es da jetzt nur 4 statt 6 gibt, das ist mir auch schleierhaft. Also ich meine, ich hätte jetzt auch gerne noch ein paar Freunde, die auch dann tatsächlich alle dann auch für Rot-Schwarz an dem Abend sind, auch noch mehr Karten mitgebracht. Jetzt muss ich mich da halt anders bemühen. Ja. Okay. So ist es dann halt. Ein sehr niedlicher Satz für unsere Hassrubrik. Das ist nicht ideal. ja, da fehlt mir jetzt auch die Energie, mich da jetzt. Da fehlt mir jetzt auch die Energie, mich da jetzt reinzusteigern. Aber von unserem dem Freund unserer Sendung, dem CJ, können wir noch hier ergänzen. Der hat sich nämlich am Samstag auch aufgeregt. Mit den Leuten, mit denen er zu dem Spiel gehen möchte, die wollen diesmal sitzen. Und er hat ja auch seine Dauerkarte in N6. Und er dachte, na gut, dann setzt er sich mit denen und bestellt halt 4-mal Sitzplatz. Geht dann aber nicht, weil man kann nur seine Karte, also in dem Block, wo man halt eben ist, die kann man haben und dann 3 Karten zusätzlich. Aber halt eben nicht stattdessen dann halt meinetwegen in diesem Fall halt 4 Sitzplatzkarten. Das geht halt nicht. Ja, du musst die Dauerkartenoption wahrnehmen. Genau, das ist es. Ja, weiß ich nicht. Man macht es dann. Er hat es auch hingekriegt, oder? Mit viel gutem Zureden hat er es, glaube ich, geschafft, sich die reservieren zu lassen, so wie er wollte. Ja, ich weiß nicht, wie das jetzt am Ende aufgegangen ist. Er hat es, glaube ich, online gemacht, hat er gesagt. Er wollte es online versuchen und da hat es nicht geklappt. Ja. Ist jedenfalls, ja, schon ein bisschen nervig. Das ist großartig mitgedacht. Ja. Ja, und außerdem gab es schon länger kein Fan-Treffen, das ist auch scheiße. Das stimmt, ja, das letzte ist ja schon über ein Jahr her, oder? Ja, das ist voll lange her. Wie über ein Jahr? Gab es die ganze letzte Saison keins? Und dieses Jahr gab es, glaube ich, noch keins. Also dieses Kalenderjahr? Ja. Okay.
Das stimmt, da wäre es mal an der Zeit. Fall. Und Ende der letzten Saison halt auch nicht. Und ja, das ist auch sowas, wo man eben dann auch, ja, nochmal, gut, jetzt ist eine englische Woche und so, aber irgendwann muss es ja nochmal gehen eigentlich. Wo wurde das denn mit den diesen Bierpreisen und so weiter, wurde das erzählt? Das war von den Fan-Club-Vertretern, genau, ne? Genau, normalerweise ist das Fan-Treffen ein Tag oder zwei Tage nach dem Fan-Sprecher-Treffen. Mhm. Also die Fan-Sprecher sind halt dann... Ist jeweils ein Abgesandter von pro Fan-Club oder sowas. Genau. Ja. Und die werden vorher informiert schon mal über sowas und dann gibt es eigentlich noch ein Fan-Treffen. Aber gut, jetzt haben sie ja die Partnerschaft mit Licher ausgebaut, aber das kommt halt nicht mehr, ja. Ja, sollten wir mal nachhören, was da ist. Genau. Aber wenn die Sonja demnächst auf dem Hallberg ist und Marcel Titsch-Rivero nach seinem Bindestrich und Daniel Kofi Kiré nach der Aussprache seines Namens fragt, da kannst du vielleicht auch gerade da mal nachhaken. Geil, das ist so geil investigativ. Ich überlege mir so ein Gebüschkostüm anzuschaffen, wenn ich so ein bisschen beim Training spionieren kann. Ja, schleichst du dich von hinten den Hallberg hoch. Ja, also wie bei Asterix und Obelix, der Spion, der immer so seine Farbe oder sein Gewand so wechselt, wie gerade der Hintergrund ist. Achso. Wenn du so die Augen siehst, so wenn ich dann über den Hallberg laufe. Ja, das erinnert mich an diesen Typen aus dieser eBay-Werbung, der so ein Hemd hat, genau in dem Muster von der Tapete. Gut. Ja, okay, also unsere Hassrubrik relativ zahm. Nichtsdestotrotz ist es ein bisschen ärgerlich. Kann man nichts überlassen. Ja, Sonja. Wir haben endlich mal gewonnen. Jetzt ist doch mal gut auch. Das stimmt. Da sind wir gleich milde geschrieben. Scheiß Hass, ey. Könnt nicht mal. Ich bin jetzt fröhlich, verdammt. Ja. Ich finde es außerdem kacke, dass an meinem Geburtstag sowohl Bayern als auch Wien spielen nächste Woche. Und Bayern finde ich auch kacke. So. Und das auch noch freitags. Und freitags finde ich Bayern besonders kacke. Freitags ist auch scheiße. Das heißt, du hast, fährst du dann nach Münster zu deinem Geburtstag oder wie ist das? Nee. Natürlich nicht, aber ich werde es dann wohl auch nicht gucken. Ja, oder du lädst uns alle ins, wie heißt der Laden, Rotzex ein, da wird doch Fußball gezeigt. Da können wir erst wehen und dann die Bayern gucken und dann, und du schmeißt eine Runde nach der anderen. Das ist doch ein Plan, oder? Hast du gerade wir gesagt? Ja. Meine Frau will mit mir aufs Stadtfest und wir gucken Johannes Oerding. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Deine Frau mag dich nicht. Das ist eigentlich böse. CJ kommt auch. Okay. Ach du liebe Scheiße. Ja. So. Gut, die Musikdiskussion machen wir jetzt nicht noch auf, ey. Nein. Ja. Aber zumindest kostet nichts. Dann ist es auch nichts. Letztes Jahr war Mark Forster da. Ach du lieb Scheiße. Also ich war einmal vor vielen... Gunnar und ich, wir gehen in der Zeit zu den Banger Boys. Ich war vor vielen Jahren mal auf dem Stadtfest, da war Otto und die Friesenjungs waren da. Das war allerdings sehr witzig. Ja, hier, da wird es ja schon besser. Ja, das war großartig. Ja. Gott, ich rede auch wie so ein uralter Mensch, aber egal. Ja. Wie es heißt auch, was soll das jetzt schon wieder? Du hast auch gesagt, dass Otto geiler ist als diese ganzen Einheitssongwriter. Ja. Wie hat Böhmermann da irgendwie dazu schön gedichtet, irgendwie Menschen leben, tanzen Welt oder so ähnlich? Richtig. Ja, das ist wirklich wahr. Okay, gut. Aber ich bin jetzt großer Fan von Rick Astley, von daher alles gut. Ja, wer wissen möchte, was es damit auf sich hat, sollte dir unbedingt auf allen deinen Kanälen folgen. Möchtest du die nochmal bewerben, Sonja? Du hast jetzt die Chance, bevor wir gleich die Sendung beenden. Ja, bei Twitter und Instagram. Mein Name, komplett zusammengeschrieben, Sonja Riegel. Genau. Und außerdem regelmäßig zu hören in deinem zweiten Podcast, Popmillionäre. Richtig. Genau. Und da geht es dann wirklich um Musik. Naja, oder das, was du dafür hältst. Moment mal. Willst du jetzt Streit anfangen hier? Willst du hier meine Podcasts wollen sich gegeneinander aufhetzen, glaube ich. Den Micha finden wir unter @Weberer auf Twitter, richtig? Mit einem J da in der Mitte, genau. Und mich gibt's unter @Stehblock, falls das noch nicht bekannt ist, auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram. Und natürlich stehblock.de. Ja. Schreibt uns gerne, wie es euch gefallen hat. Hinterlasst uns gerne ein Sternchen bei iTunes oder ein Like bei Facebook oder einen Daumen hoch bei YouTube. Was auch euch am besten in den Gram passt. Ja,
Oder gibt es ein Bier aus? Achso, das muss ich gerade noch kurz am Schluss erwähnen. Möglicherweise Gruß noch an einen Hörer, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Ich glaube, Wolfgang hieß er, oder? Den wir am Samstag noch vorm Spiel da getroffen haben am Bus. Der kam, der hatte irgendwie ein Bier übrig und das haben wir uns dann geteilt und haben eine Weilchen gequatscht und das war sehr nett. Und als er sich dann so ins Stadion innere hinein verabschiedete, meinte er dann so, ja, wir hören uns. Und da dachte ich, Moment, ich meine, sonst sagt man eher so von wegen, ja, wir sehen uns, bla bla bla. Er sagte, wir hören uns, vielleicht spielt er darauf an, dass er uns im Podcast hört. Ich weiß es nicht, hat er zumindest vorher nicht erwähnt. Falls ja, war sehr nett, gerne wieder, schönen Gruß. Ja, und damit würde ich sagen, genug für heute. Ihr hört uns in ungefähr 2 Wochen wieder, sage ich mal an, so ungefähr Anfang Oktober. Und bis dahin, lasst euch gut gehen. Ciao. Tschö. So, und wenn ich jetzt noch den richtigen Knopf finde, dann spiele ich auch noch ein Outro. Finde ich nicht. Wo ist es? Da. Also.